Herzlich willkommen zu einem Salon Philosophique, der ja jetzt relativ lange ausgesetzt gewesen ist. Wir hätten uns mehr Menschen gerade für deinen Vortrag heute erhofft, aber offensichtlich gibt es doch noch viele, die Ängste haben. Wir haben zwar auch auf der Liste mehr Anmeldungen gehabt, aber offensichtlich ist der eine oder andere dann doch in eine Situation geraten, wo er leider nicht heute herkommen kann. Wir haben aber damit die Chance, dann im Gespräch auch viel mehr ins Gespräch zu kommen, als wir das üblicherweise sind, und darauf freue ich mich auch schon. Wir haben über relativ lange Zeit keinen Salon gehabt. Diesen Salon haben wir, glaube ich, zumindest dreimal versucht, und es ist nie etwas geworden, weil immer im letzten Moment er dann abgesagt werden musste aufgrund der Corona-Situation. Und daher ist es etwas ganz Besonderes, dass wir heute dich bei uns haben und auch dich bei einem Thema bei uns haben, das uns, denke ich, alle weit über die Corona-Zeit hinaus beschäftigen wird, nämlich Dichten die Maschinen. Es geht letztlich über Literatur und künstliche Intelligenz. Und da gibt es ja sehr viele Entwicklungen, die zum einen durchaus erfolgversprechend sind und möglicherweise auch unser Leben erleichtern werden. Da gibt es aber auch einige Entwicklungen, die durchaus besorgniserregend sein können. Und ich bin überzeugt davon, du wirst das eine oder andere darüber auch sagen. Wenn ich schon immer jetzt zusage, dann muss ich dich auch vorstellen. Manche werden ihn kennen, aber Thomas Ballhausen ist schon ein langjähriger Mitarbeiter im Institut für Sozialästhetik und psychische Gesundheit an der Sigmund-Freud-Universität und deckt den gesamten Bereich Literatur, Wissenschaft, Dichtung und auch Philosophie mit ab. Das Institut für Sozialästhetik und psychische Gesundheit, wie Sie ja wissen, ist ein multiprofessionell geführtes, wo wir also von verschiedenen Aspekten, von verschiedenen Perspektiven aufeinander zugehen und versuchen, an dem Großprojekt schöne Begegnungen und schönes Zusammenleben gemeinsam zu arbeiten, es zu erforschen, aber es auch im Rahmen der angewandten Sozialästhetik auch direkt umzusetzen. In seinem Brotberuf, wenn ich das so sagen darf, ist er Senior Artist im Mozarteum Salzburg. Lange Zeit war er auch im Literaturhaus hier tätig und hat sich jetzt dementsprechend weiterentwickelt. Er hat eine Fülle von wissenschaftlichen Arbeiten schon uns bereitgestellt, auch literarische Arbeiten. Und er hat sich auch speziell jetzt mit einem Forschungsprojekt mit dem Thema künstliche Intelligenz auseinandergesetzt und verfolgt damit etwas, was er schon in seiner Dissertation begonnen hat, wo er sich mit Medien auseinandergesetzt hat, auch der Geschichte der Medien und jetzt natürlich auch mit dem, was in der digitalen Welt und künstliche Intelligenz auf uns zukommt. Wir freuen uns sehr, lieber Thomas, dass du heute dabei bist. Ich persönlich freue mich ganz besonders, dass wir es endlich geschafft haben, nach so vielen Anläufen endlich einmal geschafft haben. Jetzt möchte ich dir aber keine Zeit mehr wegnehmen und ich bin ganz gespannt darauf, was du uns zu Dichten die Maschinen über Literatur und künstliche Intelligenz sagen wirst. Bitte. Vielen Dank für die Einleitung und vor allem auch für die Einladung, wieder beitragen zu dürfen zum Salon. Ich finde das ein ganz wichtiges und spannendes Format der Begegnung, des Zugänglichmachens von Wissen, des zur Diskussion stellen. Und in diesem Sinne möchte ich auch sozusagen meinen heutigen Beitrag wieder verstanden wissen. Es ist, ich möchte es vielleicht mit einem kleinen Disclaimer versehen, wenn ich sage, Dichten die Maschinen über Literatur und künstliche Intelligenz. Ich nähere mich dem Thema immer wieder neu an, habe ich den Eindruck, auch in meiner eigenen Arbeit, weil das Bereiche sind, Literatur wie auch künstliche Intelligenz, die sich permanent weiterentwickeln. Das heißt, ich werde versuchen, aktuelle Fragestellungen aufzugreifen, historische Entwicklungen ein bisschen zu reflektieren. Aber ich spreche natürlich über den Jetztstand dieser Kunstform, Literatur und der Angebote der künstlichen Intelligenz. Und das hat natürlich auch Einfluss darauf, welche Beispiele ich versuchen werde, Ihnen ein bisschen näher zu bringen. Ich möchte gerne mit zwei Beispielen beginnen,
um das Thema Literatur und künstliche Intelligenz gleich beim Text beginnen zu lassen. Ich habe zwei Gedichte ausgesucht. Das erste, das Sie hier sehen können, wenn wir es übersetzen wollten, ist es im weitesten so: Das Dorf wollen wir hinter uns lassen, fröhlich, du und ich, herzhaft ziehen und mit dem Wind singen und mit dem wandernden Freund als Gefährten. Also ein lyrisches Angebot, das im besten Sinne die Vorzüge der Lyrik einlöst. Und das zeigt sich auch in einem zweiten Beispiel, das ich dem sozusagen beistellen möchte, auch ein bisschen als Vergleich für Sie, wenn es dann einmal mehr um die Fragen der Landschaft geht, des Raums, etwas, Literatur wird ja oft auch vom Raum auch gedacht. Also wenn wir hier einen moderneren Ansatz haben, wie das Verhältnis von Stadt und Land hier aufgemacht wird, wie einmal mehr sozusagen ganz direkt sozusagen die Leserschaft auch angesprochen wird und auch einmal mehr sozusagen diese der Naturerfahrung mit hineinkommt. Also wir sehen Verbindungen in der inhaltlichen Ausrichtung, in der Wahl der Metaphern, also in der Bildstärke, etwas, das eindeutig eine Qualität von Lyrik ist, aber auch in den Fragen der Verdichtung. Und wenn wir uns jetzt fragen wollten von diesen beiden Beispielen, also ich gehe nochmal zurück mit diesem We will leave the village behind, merrily, you and I, also dieses Rhythmische auch ganz stark da ist. Und hier sozusagen ein Beispiel aus der moderneren Lyrik, das sozusagen ein bisschen freier mit dem Korsett des Metrischen auch umgeht. Wie würden wir das unterscheiden? Ja, wie könnten wir sagen, wie könnten wir verifizieren? Gibt es hier eine Autorschaft, die menschlicher Natur ist oder die von einer künstlichen Intelligenz herkommt? Wenn man das auflösen möchte, und das möchte ich, um das ein bisschen sozusagen für Sie auch aufzumachen, das Thema ist, dass das erste Beispiel ein Gedicht von James Joyce ist, ein Autor, der Ihnen vor allem als Prosaschriftsteller wahrscheinlich vertraut ist, durch den Ulysses oder durch Finnegan's Wake, durch den erzählbaren Dubliners, aber auch ein sehr spannendes lyrisches Werk hat. Also dieses erste lyrische Beispiel ist ein Ausschnitt aus einer Arbeit von James Joyce. Das zweite, modernere Beispiel, das sozusagen durchaus die Qualitäten des lyrischen Arbeitens auch einlöst, das ist von einer künstlichen Intelligenz erstellt worden. Xiao Eis, ein Beispiel, auf das ich später auch noch eingehen möchte, das hat sozusagen dieses durch eine spezifische Strategie ermöglicht, diesen lyrischen Teil erzeugt. Das ist ein Zitat des britischen Autors Tom McCarthy, ein Autor, den ich sehr schätze und Ihnen auch als Lektüre in vielerlei Hinsicht empfehlen möchte, und der sich dann fragt: So in relation to writing and to the author, the question, who produces the text, who produces the image? Is it the genius photographer? Is it the automated camera? Well, who cares? Das ist aus einem Gesprächsband rund um die Photo Paris, ein Redebeitrag von McCarthy, der ein sehr kluger Essayist, aber auch ein wunderbarer literarischer Autor ist und der ein Problem aufwirft, das sozusagen sich in diesen beiden Beispielen schon ein bisschen zeigt. Nämlich, wenn wir in der Rezeption den Unterschied nicht mehr machen können, ist es egal oder ist es eben nicht egal, wer die Autorin, der Autor ist. Ich möchte wenig überraschend McCarthy, der das ja auch bewusst provokant formuliert, das möchte ich gern nicht so stehen lassen, ich möchte gerne ein bisschen widersprechen. Und in dem Vortrag zur künstlichen Intelligenz und zur Literatur nicht einfach nur die künstliche Intelligenz in der Literatur Ihnen vorstellen. Das ist etwas, das vorkommen wird, aber das ist etwas, das schon sehr viel behandelt wurde. Ich möchte stärker darauf hinweisen, und ich denke, das hat auch mit dem zu tun, wie wir soziale und ästhetische Wesen hoffentlich sind, dass das ganz stark mit der Wirklichkeit zu tun hat, wie Literatur oder was das Literarische ist, diese Wirklichkeit mitprägt. Ich möchte zeigen, wie Literatur künstliche Intelligenz reflektiert, darstellt, teilweise auch entwirft. Also die Künste sind immer wieder gefragt und immer wieder sehr aktiv darin, technische Entwicklungen, Folgen, mögliche Folgen für uns zu entwerfen. Und insbesondere für die Literatur zeigt sich ein ganz spannendes und ein reichhaltiges Verhältnis zur künstlichen Intelligenz, weil wir hier von einer Literatur
geschichtlichen Konstante tatsächlich sprechen können, die von der Antike bis in die Gegenwart reicht. Und ich bin davon überzeugt, das ist ein Thema, das wird in der Literatur weiterhin sozusagen aufgeworfen und verhandelt werden. Wenn ich also meinen Zugang ehrlicherweise deklarieren möchte und muss, dann ist es eine, wo ich sage, die Literatur ist eine Möglichkeit einer konstruktiv-kritischen Durchleuchtung und Durchdringung von Themen, mit denen wir uns beschäftigen. Das ist, ohne zu polemisch werden zu wollen, heutzutage ja nicht immer nur angesehen, also diese Idee eines guten Kantschen, kritizistischen Nachvollzugs, dass wir uns zuerst mit etwas beschäftigen und dann in eine Wertung eintreten, ob wir es aus dieser oder jener Argumentation heraus für positiv oder weniger positiv empfinden. Das ist mir wichtig, hier die Literatur zu stärken oder Literatur stark zu machen als Möglichkeit, die Wirklichkeit zu durchdringen auf eine für uns wertvolle und hoffentlich anregende Weise auch. Und zwar auf eine Weise, die es uns auch erlaubt, Diskurs auszutragen, also nicht stumm zu schalten, wenn wir nicht einer Ansicht sind, sondern auf einem niveauvollen Fundament sozusagen Widerstände auszutragen und Widersprüche vielleicht auch stehen zu lassen. Das ist etwas, das, denke ich, den Künsten ansteht und das eine Notwendigkeit für uns ist. Gehen wir zurück zum Untertitel meines Vortrags. Dann möchte ich die Begriffe, die ich da verwende, ganz kurz skizzieren oder Ihnen auch zeigen, wie ich sie versuche zu lesen und für unsere Diskussion dann auch fruchtbar zu machen. Wenn wir über den Begriff der künstlichen Intelligenz sprechen, dann ist das ein Begriff, der Ende der 50er Jahre, 1956, erstmals auftaucht bei einer Konferenz in Dartmouth. John McCarthy bringt diesen Begriff ein und sein Ansatz ist damals, es müsse doch möglich sein, ein Denken außerhalb des menschlichen Körpers zu generieren. Das müsse wissenschaftlich formalisierbar sein und er ist davon überzeugt, 1956, dass digitale Rechner die besten Instrumente dafür wären. Dieser Begriff der künstlichen Intelligenz lässt sich, und das ist nicht unbedingt wertend gemeint, aber lässt sich stark und schwach definieren. Die sogenannte schwache künstliche Intelligenz meint eine im weitesten Sinne Simulation von intelligentem Verhalten auf der Grundlage von Algorithmen, also durchaus auch von Lernen. Die starke künstliche Intelligenz wäre tatsächlich das, was McCarthy stärker im Sinn hatte, nämlich die Schaffung einer künstlichen Intelligenz, die mit einem entsprechenden Bewusstsein und einem Reflexionsvermögen über sich selbst auch ausgestattet ist. Die Themen, die um künstliche Intelligenz aufgemacht werden, egal ob in einem wissenschaftlichen Diskurs, einem literarisch-künstlerischen Diskurs oder auch einem, der journalistisch ist, ist einer, der immer wieder sich auch versucht, an den Limits sozusagen abzuarbeiten, an den Grenzbereichen. Und ich denke, wenn man einen Blick in die Fachliteratur wirft und zum Beispiel Burckhardts Philosophie der Maschinen, der mit diesem Ansatz, der durchaus diskutierenswert ist, der sagt, je fortgeschrittener die Kultur ist, desto besser sind auch die Maschinen, die wir da finden. Und das muss nicht zwangsweise so sein. Aber spannend ist, dass die Fachliteratur, die da ist in den letzten, sagen wir mal, 10 Jahren, ganz stark Fragen von Ethik, Ästhetik und Moral im Blick hat, die immer wieder auch in Richtung Kreativität geht. Also 2019 ist von Miller ein ganz wunderbares Buch, The Artist in the Machine, erschienen. Also diese Verschiebung hin zur Kreativität ist da, ist bemerkenswert und bemerkbar. Und ich denke, das ist etwas, das ist wichtig, auch wenn wir sagen, wie können wir eine Kunst und die Entwicklung der künstlichen Intelligenz in ein Verhältnis setzen? Wie können wir das versuchen? Weil was ich hier mache, ist ein Versuch. Ja. Gehen wir weiter. Der zweite große Begriff in meinem Untertitel ist die Literatur. Ja. Und wenn wir über Literatur nachdenken, sprechen auf eine Weise, wo wir über Meinungen hinausgehen, dann ist es hilfreich, sich klarzumachen, wir sprechen hier über Genres und Gattungen, die historisch gewachsen sind. Also was ist Epik, was ist Lyrik, wie wir es am Anfang gesehen haben, was ist Dramatik. Und wir merken insbesondere seit dem 1960er Jahren, aber verstärkt dann auch Ende des 20., Beginn des 21. Jahrhunderts, dass wir hier mit Hybridformen konfrontiert sind, dass wir etwas wie ein Lyric Essay haben können, also die
Möglichkeiten eines guten Reflektierens und eines lyrischen Ausdrucks zusammengehen können. Und das finde ich auch als Autor immens spannend und sehr fruchtbar auch. Und auf der anderen Seite merken wir, dass natürlich Literatur als künstlerische Forschung gedacht wird. Dass wir sagen, Literatur kann ein Tool des Nachdenkens sein, das kann auch in Bezug zur Philosophie vielleicht irgendwo hinreichen, wo die klassischen wissenschaftstheoretischen Ansätze nicht hinreichen. Und ich denke, es ist wesentlich, das als Ergänzung, als Bereicherung zu sehen und nicht als Ablöse von zwei Systemen des Denkens. Ich denke, das wäre sehr stark, sehr stark verfehlt und sehr schade eigentlich auch. Auch der Textbegriff ist einer, der, wenn es um das Medienübergreifende geht, sozusagen stärker nochmal nach vorn geholt werden kann. Weil wir auch in der Texttheorie uns natürlich fragen, was ist denn ein Text? Ja, und insbesondere die literarischen Texte lösen Vorstellungen der Texttheorie, etwa grammatikalische Richtigkeit, nicht immer ein. Und niemand von uns würde Kurt Schwitters und surrealistischen Texten absprechen oder dadaistischen Texten absprechen, dass das keine Literatur wäre und damit auch nicht, kein Text. Also die Literatur, die Künste befragen diese Art der Normierungen immer. Und auf der anderen Seite gibt es einen Wunsch nach einem breiteren Literaturbegriff. Wie gehen wir mit einem Telefonbuch um? Wie gehen wir mit einem Kochbuch um? Ja, Gebrauchsliteratur kann und soll auch aus einer literaturwissenschaftlichen Sicht stark sozusagen hinzugerechnet werden zu diesem Epik, Lyrik, Dramatik, zu dieser Trias. Und ich denke, Gebrauchsliteratur ist etwas, dem wir als Leserinnen und Leser ganz, ganz stark und häufig begegnen. Und auch da gibt es ja literaturgeschichtliche Beispiele. Denken wir uns Kafka als Anwalt, der jede Menge Text auch produziert hat, und in der historisch-kritischen Gesamtausgabe von Kafka ist ein sehr umfänglicher Band seinen juristischen Schriften gewidmet, weil am Ende sind das Texte von Kafka. Selin, ein jetzt wieder viel übersetzter und auch richtigerweise viel diskutierter Autor, war Arzt. Ja? Wenn er ein Rezept schreibt, einen Gebrauchszettel, einen Beipackzettel, ist das auch ein Text von Selin. Ja? Ich denke, diese Vorstellung des verbreiterten Literaturbegriffs kann uns helfen, sozusagen eine Form von inklusiver Theorie, das vielleicht auch des Erzählens und der Literatur herauszuarbeiten. Also wie Koschorke das nennt, 2018 ein Buch, er spricht immer von Fact and Fiction und wie die in ein Verhältnis zueinander zu stellen sind. Funktionen der Literatur, insbesondere mit der Perspektive auf die künstliche Intelligenz, da möchte ich gerne hinweisen auf Fragen der Darstellung, der Reflexion, natürlich auch der Emotionalisierung und, wie Erl und Sommer in einem Sammelband aus 2019 feststellen, dieses Erzählerische ist eine Dominante, der wir nicht entkommen. Ja, wir wollen erzählt bekommen, wir müssen erzählen, um vermittelbar zu bleiben. Das ist etwas, wo ich meine, auch die Wissenschaften sind davon nicht frei. Es gibt gewisse Strukturen, denen entsprochen werden muss, um Information auf eine Weise zu vermitteln und für eine Leserschaft intelligibel zu machen. Ja, deshalb, Narrative is a dominant form of world making. Und das finde ich eine ganz spannende Idee, dass es so eine Stiftungsfunktion der Künste gibt, die insbesondere bei der künstlichen Intelligenz sich immer wieder auch zeigt. Also die Begriffe, mit denen da operiert wird, kommen noch drauf, die kommen aus der Literatur, die kommen aus den Künsten. Ich möchte aber auch das Wort und nicht unterschlagen in diesem Verhältnis. Ja, das halte ich für ganz wichtig, denn wie schon gesagt, es geht mir nicht um künstliche Intelligenz in der Literatur, sondern es geht mir um diese Idee realer Anwendungen in allen Bereichen von Literatur. Und es wird sich zeigen, und ich denke, das ist das auch etwas, was wir fruchtbar aufnehmen können, die Idee, wie Literatur gemacht wird, wie sie verteilt wird, wie sie gelesen wird. Ja, das sind Bereiche, die lassen sich distinkt beschreiben, aber in einer, ich sage mal, in einer in die Wirklichkeit gesetzt, beginnen diese Bereiche sich natürlich auch zu berühren, sich miteinander auch zu verbinden. Mir geht es also um, wenn Sie so wollen, um eine Praxis der Literatur. Ja, ich möchte und werde deshalb auch über Rezeption sprechen, als die Idee, wie wir lesen, wie wir erfassen, wie das vielleicht auch durch eine künstliche Intelligenz geleistet werden kann und wo sich unser Leseverhalten auch unterscheidet. Ja, also ich werde versuchen, wirklich diese drei Bereiche des Produzierens, des Distribuierens und des Rezipierens, wenn Sie so wollen, miteinander auch in Verbindung zu bringen, so anschaulich wie nur irgendwie möglich. Ja.
als Schriftsteller, der ein manischer Leser ist, versuche ich vielen sozusagen Fundstücken nachzugehen. Und in einem Buch von John Hicks, das heißt The Future Starts Here, bin ich über eine Bemerkung gestolpert, die mich ein bisschen stutzig gemacht hat, denn er schreibt, Zitat, "If a computer can write like me, then how am I going to keep paying the mortgage?" Ja, eine zentrale Frage, wenn man sagt, ja, hört da die Zukunftsforscher und die Wirtschaftswissenschaftler darüber reden, dass die künstliche Intelligenz und dass die Roboter, die man davon auch ein bisschen trennen muss, dass die alle Karrieren beenden werden, zumindest die menschlichen Karrieren. Und er geht davon aus, dass das, was wir als Science Fiction wahrnehmen, und das ist ja an sich schon spannend als Begriff, die Idee über Wissenschaft zu erzählen, wenn wir das trennen, Science und Fiction. Ja. Sagt, das passiert eigentlich schon. Und mich hat das dahingehend irritiert, weil ich denke, ich möchte gern weiter wohnen, möchte gern weiter meine Rechnungen auch bezahlen können, Herr Hicks wahrscheinlich auch. Aber was heißt das, wenn all diese auch im literarischen, kulturellen Feld aufzufindenden Jobvarianten schon übernommen werden könnten. Ja. Deshalb sozusagen die Notwendigkeit, sich zu fragen, was sind denn diese, wenn wir über die schwache KI sprechen und über was ist maschinelles Lernen oder auch sogenanntes Deep Learning, was für Phasen können wir beschreiben und welche können wir denn überhaupt auch schon vorfinden in unserer Realität? Vielleicht auch ohne das so stark zu reflektieren. Ja. Beim maschinellen Lernen, um vielleicht da kurz darauf hinzuweisen, wird Wissen aus Erfahrung generiert. Das heißt, ein AI-System lernt aus Beispielen, etwa auch aus einem Textrepositorium, aus einer Sammlung von Texten und kann Verallgemeinerungen aus diesen Texten beginnen abzuleiten. Deep Learning, wenn Sie so wollen, ist vielmehr eine Art von Schichtbetrieb, der Aspekte adressiert, die für einen Menschen relativ leicht zu lernen sind und für ein AI-System schwer. Ein viel diskutiertes Beispiel sind zum Beispiel Sprach- und Gesichtserkennung. Ja, etwas, mit dem wir uns verhältnismäßig leicht tun, eine AI sich verhältnismäßig schwer. Im Bereich der Literatur wäre das zum Beispiel das Erkennen von Stil. Ja, etwas, mit dem wir uns, lyrischer Stil, relativ schnell erkennen, was da passiert. Eine AI viele, viele, viele Texte braucht, um sozusagen dahin zu kommen, um einen Stil auch zu erkennen und vielleicht auch einen Stil und einen Fehler unterscheiden zu können. Ja. Die Auflistung, die ich hier sozusagen von 0 bis 6, auch in der Form von ein bisschen einer Hierarchie anbiete, ist aus einem ganz wunderbaren Überblicksartikel, der heißt, trägt den schönen Titel Intelligence May Not Be Computable, ja, von Denning und Lewis aus 2019. Und die beiden Autoren gehen davon aus, dass die Phasen 1 bis 4 oder die Stufen 1 bis 4 das ist, was in Applikationen, denen wir begegnen, bereits machbar ist. Und das wird sich auch in den praktischen Anwendungen auf Literatur, die ich für Sie vorbereitet habe, heute auch gut zeigen lassen. Diese vier Stufen zeigen aber eine Bandbreite von einem im weitesten Sinne intelligenten Lichtschalter und einer hochgradig komplexen militärischen Simulation mit künstlichen Akteurinnen und Akteuren. Ja. Interessant wird es dann natürlich, wenn es um diese Stufen 5 und 6 geht, wo die beiden, Denning und Lewis, eben zu dem Schluss kommen, das ist bislang nicht machbar. Interessanterweise oder vielleicht auch wenig überraschenderweise, je nachdem, ist das, worauf literarische, filmische, künstlerische Darstellungen sich dann auch fokussieren. Nicht zuletzt, weil die anderen vier Stufen uns ja auch vertraut sind. Ja. Vielleicht ein paar Beispiele, um das in was Praktisches auch gut zu überführen. Ein Bereich, wo Artificial Intelligence bereits sehr stark eingesetzt wird, sind automatisierte Formen von Journalismus, von Kurzmeldungen im Berichtswesen, bei Produktbeschreibungen. Sie kennen diese Art von Funktion auch durch die Ableitung, dass man gewisse Empfehlungen aufgrund von Browser History bekommt. Ja. Das führt natürlich dazu, dass spezifische Tendenzen, zum Beispiel auch unseres Nachrichtenrezipierens, unterstützt und verstärkt werden. Nachrichten werden verstärkt von AI generiert. Die Programme, die Applikationen, die da zur Anwendung kommen, interpretieren neue Informationen auf der Grundlage eben gegebener Strukturen, die sie schon erlernt haben, und organisieren und formulieren neue Artikel. Das sind dann
um das als ganz praktisches Beispiel, oft natürlich datenintensive Berichtsformen, das Wetter, der Finanzmarkt, Sportergebnisse. Ja. Und das sind Angebote, die von großen Zeitungen oder großen Verbünden wie Associated Press, von der LA Times, von der Washington Times, der New York Times auch wahrgenommen werden. Es gibt ein britisches Beispiel, so ein Presseprojekt Radar, das das wahrnimmt. Und wenn Sie einen Finanzdienstleister wie Bloomberg nehmen zum Beispiel, die produzieren oder stellen derzeit pro Tag etwa 5000 Kurznachrichten zur Verfügung und laut Berichten ist ungefähr ein Drittel davon bereits von Artificial Intelligence generiert. Ja. Wie ist das auf der anderen Seite, dem sogenannten Text Mining? Ja? Das heißt, es geht um ein Bündel an Algorithmen, das Textdaten analysiert. Das heißt, die Produktion ist bereits sozusagen in Teilen übernommen, auf der anderen Seite aber auch das Auswerten von dem, was da produziert wird. Ja? Also Text Mining müsste sich als eine Form von Distant Reading vorstellen. Das heißt, es werden große Textmengen werden durchdrungen, ja, nicht so wie vorher, wir sehen uns zwei Gedichtausschnitte an, das wäre Close Reading, wenn Sie so wollen, ohne dass wir in diese analytische Arbeit gegangen sind. Aber da haben wir also eine Form von automatisierter Analyse von Text auf der Grundlage der Prozesse natürlicher Sprachen, die diese Maschinen und diese Applikationen lernen. Varianten, die sich da ausgebildet haben, sind in zwei Gruppen zu unterteilen. Die erste sagt, es werden Strukturen erschlossen, es geht darum, Informationen aus diesen Texten herauszulesen, die sonst viel, viel Lesezeit bräuchten. Die sind in sich vielleicht manchmal auch schlecht strukturiert, aber Clustering erlaubt sozusagen große Textmengen, die noch nicht sehr kompakt formuliert sind, sozusagen da die wesentlichen Informationen rauslesbar zu machen. Variante 2 ist das sogenannte Topic Modeling, das heißt, es geht um das Hervorbringen von Ähnlichkeiten, von auch Bedeutungsähnlichkeiten, also semantischen Strukturen, indem dann automatisch Zusammenfassungen erstellt werden. Ein Beispiel, das da sehr gut beforscht ist, sind zum Beispiel juristische Dokumententypen, die ähnlich aufgebaut sind, ähnlich strukturiert sind und die Applikation sozusagen kann dann eine Form von Metadaten, also beschreibenden Informationen herauslesen, extrahieren und für uns zur Verfügung stellen. Das heißt, je formalisierter dieser Text ist, desto besser funktioniert das natürlich auch. An eine Grenze stoßen solche Systeme, wenn ein formaler Anspruch zwar leistbar ist, aber die Inhalte nicht so klar zu unterscheiden sind. Also denken Sie daran, wie zum Beispiel eine Comicbuchseite funktioniert. Mit Rasterungen, Panels, Sprechblasen, Textblasen. Auch da gibt es ein bisschen Forschungen dazu, die auf einer formalen Ebene extrem anspruchsvoll sind und bleiben. Ja, also da sieht man, dass nicht alle Bereiche der Literatur gleich, sondern in der Art und Weise durchdrungen werden können. Das ist eines der Fundstücke, wenn es darum geht, wie verändert sich Autorschaft. Das ist eine Fachveröffentlichung, die im Springer Verlag erschienen ist. Es ist ein Band, der einen Überblick zu 150 wissenschaftlichen Artikeln bietet, 150 wissenschaftlichen Fachartikeln zu Batterien. Ja? Und Springer will dieses Konzept auch weiter ausbauen und Beta Writer, der Autor, die Autorin dieses Buchs, ist eine künstliche Intelligenz, die genau das leistet, was ich versucht habe vorher zu beschreiben, diese Idee von Text Mining. Da werden 150 wissenschaftliche Artikel entsprechend sozusagen durchgearbeitet, zusammengefasst und in einen neuen Text überführt. Ja? Das heißt, wir haben eine wissenschaftliche Monographie über Batterien, die von einer Artificial Intelligence generiert wurde, geschrieben wurde, wenn Sie so wollen. Die Kritik ist relativ hart mit dem Buch umgegangen. Ja? Also da sagt man, gut, das liest sich wie ein Beipacktext von einer Zahnpasta. Unabhängig davon ist es eine Form einer automatisierten Textzusammenfassung, wo es möglich ist, viele, viele Texte, die wir vielleicht einfach auch aufgrund mangelnder Lesezeit gar nicht erfassen könnten, die da zusammengefasst und nochmal kompakter aufbereitet werden. Und wie gesagt, das ist ein Bereich, der weiter wachsen soll, auch innerhalb der wissenschaftlichen Literatur. Und das Buch ist auch veröffentlicht, also das finde ich irgendwie auch ganz interessant. Ein Lyrikbeispiel, ich hatte dieses Xiao Eis, das heißt so viel wie kleines Eis, ein Beispiel schon gebracht, ganz zu Beginn im Verhältnis zu dem Joyce-Beispiel. Da wurde dieser
Applikation dieser Anwendung ein Textrepositorium, also eine Textsammlung aus internationaler Lyrik als Grundlage zur Verfügung gestellt. Die Artificial Intelligence in dem Fall erhält Bildinputs, erkennt sozusagen visuelle Impulse, was ist der Mond, was ist ein See, was ist ein Boot, ja, und generiert dann Gedichte gemäß Keywords, die damit verbunden sind. Das heißt, die nutzt eine Vielzahl von literarischen Texten, um auf Bildimpulse zu reagieren, und das Ergebnis sind neue Gedichte. Das ist 2017 dann auch als Buch veröffentlicht worden, aber um Ihnen da vielleicht auch ein Verhältnis zu geben im Gegensatz zu dem, was Springer gemacht hat mit den wissenschaftlichen Texten und auch dieses Moment des Stils nochmal zu betonen, da sind ungefähr 10.000 Gedichte erzeugt worden und in dem Buch sind 139 aufgenommen worden. Also die Frage nach einer Literarizität, die stellt sich natürlich nochmal neu, also nach dem, was ist literarische Qualität. Ja, finde ich aber trotzdem ein ganz ein spannendes Beispiel für das, was heißt Autorschaft. Ja. Auf eine Studie möchte ich gerne noch verweisen, das ist eine Gruppe, die in Stanford arbeitet, die ein großartiges Paper veröffentlicht haben, um zu sagen, in welchen Bereichen wird Artificial Intelligence in der Form, wie sie vorhanden ist oder seriös prognostizierbar ist, besser sein als jeder menschliche Champion in dem Bereich. Und die haben so Sachen untersucht wie Wäsche zusammenlegen, Angry Bird spielen oder eben auch einen Bestseller schreiben. Und die Prognose ist, dass der erste AI-Bestseller für 2050 zu erwarten ist. Ja, ich weiß nicht, ob der sehr viel mehr gelesen sein wird als manche Bestseller, die wir jetzt schon in den Bücherregalen haben, aber das ist vielleicht nochmal eine andere Diskussion. Aber ich finde das ganz spannend, wenn wir sehen, wie geht die wissenschaftliche Literatur oder wie wird mit wissenschaftlicher Literatur umgegangen, wie sieht dieses Lyrikbeispiel aus und welche sozusagen Prognose ist dafür diese Idee eines literarischen Eigenanspruchs, der sozusagen an dem Werk dann zugebilligt werden muss auch. Ich möchte ein bisschen jetzt auch über die literarische Darstellung von künstlicher Intelligenz sprechen und möchte auf ein paar Aspekte hinweisen. Das sind Kategorien, die ich in Anschluss an Amanda Beach gewählt habe, eine US-amerikanische Kollegin. Wann ist sozusagen diese Literatur oder in welcher Form sozusagen interessiert sich und nähert sich die Literatur der künstlichen Intelligenz an? Wenn wir über Begriffe des Ästhetischen oder eine Begrifflichkeit des Ästhetischen sprechen in Bezug auf Literatur, ist es Literatur, die eine Form von Eigenanspruch eben hat. Genau das, was ich vorher versucht habe zu zeigen in den anderen Beispielen. Wenn ich sage, Literatur ist affektiv, dann geht es da auch um Fragen der Erfahrung, etwa auch im Leseprozess. Ich finde etwas schockierend, ich finde etwas überraschend, ja, etwas, das mit unserer Rezeption auch zu tun hat. Dann auch natürlich die Frage des Politischen. Literatur verhandelt Erkenntnisse über wie ein Staat funktioniert, über die Grenzen von Herrschaft, auch menschlicher Herrschaft etwa über die Umwelt, wann kann etwas nicht mehr vollständig oder gar nicht mehr kontrolliert werden, also diese Fragen zeigen sich da natürlich auch. Ja. Und philosophisch, wann ist die Literatur dabei, was zu artikulieren oder in so eine Form von Symbolisierung einzutreten, wann bietet uns die Literatur einen Umweg zu etwas, das denkerisch auf einer Geraden, wenn man so möchte, nicht so leicht zu erreichen ist oder vielleicht gar nicht zugänglich ist. Ja, das finde ich, das sind vier ganz wichtige Bereiche für das, was die Literatur leisten kann, wenn es um technische Neuentwicklungen geht. Ein wenig komfortabler Aspekt dabei ist, dass auch in der Literaturwissenschaft und auch in der zeitgenössischen Philosophie insbesondere immer wieder auch darüber nachgedacht wird, wie ist eine Kontinuität denkbar, in der der Mensch nicht mehr vorkommt. Ja, also etwa ganz wunderbare, aber doch sehr spannende und kritisch anzuschauende Arbeiten etwa von Eugene Thacker gehen genau in diese Richtung. Wie könnte so eine Beschreibung einer Welt aussehen, die uns nicht mehr braucht oder uns hinter sich gelassen hat? Ja. Wenn wir jetzt das prinzipielle Motiv anschauen der künstlichen Intelligenz, wie kommt es denn vor in der Literatur, dann gibt es hier Momente, dass man sich sagt, gut, wie ersetzt ein künstlich-technischer Akt die natürliche Schöpfung? Ja? Inwieweit ist diese Schöpfung ebenso interessant wie ihre Schöpfer? Wir haben in der Literatur, wenn wir uns das ansehen, eine Tendenz zum Unhappy End, wenn künstliche Intelligenz vorkommt. Das finde ich ganz bemerkenswert, auch über sozusagen die Literaturgeschichte hinweg. Es ist ein
durchgehendes Motiv von der Antike bis in die Gegenwart, nicht zuletzt auch bestimmt von einem Gestus, der fragt, wann übertrifft denn die Schöpfung ihre Schöpferinnen und Schöpfer und welche Problematiken schreiben sich damit ein? Ja? Und wir haben in der in der Antike Beispiele, etwa in Homers Ilias, da wird der Hephaistos, ein Gott, von so künstlichen goldenen Jungfrauen bedient, also quasi Androiden. Es gibt einen eisernen Riesen, der in der Argonautensage eine Insel bewacht. Es gibt die Figur des Daedalus, der immer wieder künstliche Diener auch schafft, die angebunden werden, muss man aber auch sagen, damit sie nicht davonlaufen. Also schon in dem antiken Angebot haben diese künstlichen Schöpfungen schon eine Eigeninitiative, auch die vielleicht nicht so gewünscht ist von den Schöpfern und mit der Indienstnahme nicht so ineinander geht. Das Unhappy End wird in der Antike ein einziges Mal durchbrochen, wenn eben sich Pygmalion in eine Statue verliebt, die er selber erschaffen hat, und die Aphrodite sozusagen qua Macht der Liebe sozusagen dann hier Lebendigkeit stiftet. Im Mittelalter ist diese Idee natürlich verbunden mit einer Angst vor der Überwindung der Allmacht Gottes, und dann haben diese künstlichen Schöpfungen oft eine Verbindung zu einer zauberischen Ausgestaltung oder zum zauberischen Charakter. Auch da gibt es immer wieder Motive der Statuenverliebtheit, der Statuenverlobung sogar. Ja, da wird dann auch ein Ring angesteckt und so. Also es gibt bei Albertus Magnus einen Kopf, der so als künstlicher Türhüter sogar fungiert, also das, was wir vielleicht schon technisch verfeinert kennen. Da gibt es immer wieder so Automatendiskurse, die dann sich festmachen über die frühe Neuzeit hinweg und in der Aufklärung auch immer sozusagen dazu, oder ab der Aufklärung vor allem auch dazu dienen, zu fragen, wie sehr ist denn der Mensch auch eine Marionette, oder wie sehr lassen sich sozusagen diese literarischen Entwürfe auch benutzen, produktiv, um die Menschlichkeit vielleicht neu und besser kennenzulernen. In der Romantik, wenig überraschend, weil das Romantische und Fantastische gehen ja mit dem Reflexiven oft so zusammen, in der Romantik sind wir dann zusätzlich mit einem Motiv von Seelenlosigkeit konfrontiert. Also diese künstlichen Wesen sind perfekt, etwa bei E.T.A. Hoffmann, bei Brentano, bei Percy Shelley, bei Pushkin, aber was ihnen fehlt sozusagen für die Perfektion, ist das Imperfekte, ja, und es ist ihre Seelenhaftigkeit. Diese Typologie des Motivs, wie kommen die dann jetzt vor? Da orientiere ich mich an einem Vorschlag von Thomas Koch, um Ihnen das ein bisschen auch von den Begriffen nochmal versuchsweise näher zu bringen. Wenn wir das auf mediengeschichtliche, auf literaturgeschichtliche Beispiele anwenden, dann bedeutet der Cyborg im weitesten Sinne Erweiterung, Enhancement, also die Erweiterung des menschlichen Körpers durch technische sozusagen Applikationen, einem Chip unter der Haut, einer Buchse im Kopf etwa. Die Gentechnik, also der Klon, da geht es um eine Ablösung, nicht selten sozusagen der Figuren, aber vor allem auch eine Ablöse eines natürlichen Prozesses von Fortpflanzung und Schöpfung. Also da geht man sogar nochmal einen Schritt zurück. Auch das ist etwas, das oft mit literarischen Darstellungen mit künstlicher Intelligenz verbunden wird. Die Avatare, das wäre auch ein Begriff, den man oft begegnen kann, das wären virtuelle Entsprechungen des menschlichen Körpers in zum Beispiel virtueller Realität. Ja, wie sehe ich mich im Rahmen einer virtuellen Darstellung? Und da gibt es natürlich Fragen einer Repräsentation. Bin ich in einem Computerspiel ich selber oder baue ich mir eine neue Identität? Was ist mein Avatar? Ja, und auch hier setzt natürlich auch ein kreativer Prozess ein, der diese oft sehr streng reglementierten Ideen unterläuft, befragt, und das geht hin zu Diskussionen jetzt in aktuellen feministischen Debatten. Also zum Beispiel Glitch Feminism von Legacy Russell, das jetzt auch ins Deutsche übersetzt wurde, ein sehr spannender, durchaus auch kämpferischer Text, die tritt ganz stark dafür ein, dass man das vor allem umarmen soll, diese Idee, dass wir im Netz alles sein können, die wir sein wollen, und das auch übertragen können auf unsere realen Identitäten, verkürzt gesagt. Ob das so durchzuhalten ist, also über das, was ich vorher gesagt habe, das Ästhetische, das Philosophische, vielleicht auch das Soziale, das ist noch eine andere Frage. Aber der Ansatz muss wahrscheinlich relativ hoch ansetzen, damit wir überhaupt in eine Diskussion kommen können. Und die Androiden, um das abzuschließen, das ist wirklich die Idee
eines künstlichen Menschen. Denken Sie an ein radikales und auch sehr bekanntes Beispiel wie Philip K. Dick's Do Androids Dream of Electric Sheep, also was wir als Blade Runner von Ridley Scott verfilmt kennen, also ein Klassiker auch des fantastischen Films. Ich möchte jetzt gern so in ein paar kleine Case Studies mit Ihnen eintauchen und Ihnen vielleicht hoffentlich auch ein paar Lesetipps geben dürfen, ein bisschen auf das erwähnte Forschungsprojekt zu sprechen kommen und dann möchte ich gern versuchen, so ein bisschen so Thesen oder erste Zwischenergebnisse zu formulieren, bevor wir in einen Austausch auch miteinander treten. Ein Autor, den ich besonders spannend finde in seinem Umgehen mit der Frage, was ist künstliche Intelligenz und wie lässt sich das in der Literatur darstellen, reflektieren, vielleicht auch neue Entwicklungen prognostizieren, ist Ian Banks. Der hat im sogenannten Culture-Zyklus, hat er 10 Romane veröffentlicht, die diesem Zyklus zuzuordnen sind. Er beschreibt hier eine Kultur, die durch sogenanntes Genofixing eine Form von Langlebigkeit erreicht hat, wo ein Geschlechter- und Identitätswandel ganz problemlos innerhalb dieser langen Lebensspannen möglich ist. Es ist eine utopische Gesellschaft, die aber auch nicht ohne ihre Herausforderungen ist. Es ist eine Gesellschaft, die er als ethisch gut darstellt, in der Technologie ein Faktor der Verbesserung und der Erleichterung, wenn man so ist, sein möchte. Ja. Er sagt aber auch, und das finde ich einen ganz spannenden Moment dabei, dass diese Idee einer Ausrichtung auf den Mind, auf das Bewusstsein, auf den Geist zu Ungunsten des Körpers geht. Also diese Idee einer permanenten Sichwandlung und einer Sichfortschreibung, das bringt er durchaus auch mit einem kritischen Unterton, der diese Romane und Erzählungen auch mitbegleitet. Und deshalb auch vielleicht bemerkenswert, weil er diese Culture, diese angeblich so gute Gesellschaft, von ihren Außenseitern her erzählt, weil er genau denen eine Stimme auch gibt. Ja. Das finde ich auch einen interessanten Bruch, auch innerhalb der fantastischen Literatur. Und die Beispiele, die ich Ihnen bringe, die können Sie auch genießen, wenn Sie Science Fiction nicht unbedingt mögen, mal salopp formuliert. Ich denke, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Ja. Die Figuren, die oder das in dem Figureninventar von Banks sind sogenannte Drohnen ganz wichtig. Man kann sich hier wirklich künstliche Wesen vorstellen, die von der Größe eines kleinen handlichen Balls bis zur Größe ungefähr eines Autos reichen, die unterschiedliche Aufgaben erfüllen, die den mehr oder minder menschlichen Protagonistinnen und Protagonisten oder den Bewohnerinnen und Bewohnern der Kultur sozusagen zur Unterstützung zur Verfügung stehen und sogenannten Minds, also hin bis zu intelligenten Schiffen, intelligenten Habitaten, also Bewusstseinen, die eine räumliche Gebundenheit manchmal haben, manchmal aber auch wirklich sozusagen die Idee, es ist ein planetengroßes Raumschiff, mit dem sie unterwegs sind und die Lenkung ist kein Programm im klassischen Sinne mehr, sondern wirklich ein Bewusstsein, eine künstliche Intelligenz, die dieses Bewusstsein für sich selbst auch hat. Nicht zuletzt deshalb auch interessant, weil diese künstlichen Intelligenzen extrem exzentrisch bei Banks auch auftreten. Also die folgen nicht einfach nur immer den Regeln oder gewissen Strukturen. Ja. Also die entwickeln das, was man vielleicht Charakterschwächen auch nennen könnte. Und das macht die Bücher zusätzlich interessant. Das vielleicht als Einladung zu den Arbeiten von Ian Banks. Ein Buch, das in den Feuilletons viel besprochen wurde und was ich ganz bemerkenswert finden, Ihnen vielleicht untergekommen ist, ist Machines Like Me von Ian McEwan. Er erzählt eine Geschichte eines Ehepaars, die sich mit einer Erbschaft einen Androiden, einen künstlichen Mann kaufen, der auch individuell konfiguriert werden kann. Da gibt es gewisse Prototypen und dann entwickelt sich in dieser Alternativwelt 1982 eine Dreiecksgeschichte zwischen dem Ehepaar und diesem künstlichen, eben perfekten Dritten, der da hinzutritt. Und was Banks so wunderbar schafft, ist uns klarzumachen, dass eine Literatur, die sich fantastisch gibt, immer auch über die Gegenwart was zu sagen hat. Und an einer Stelle im Roman heißt es auch in der Übersetzung, die Gegenwart ist ein unwahrscheinliches, unendlich fragiles Produkt. Ja, also diese Idee der Gemachtheit schreibt sich da auf eine Weise ein, die ganz bemerkenswert und auch sehr detailreich ist. Also das ist ein 1982, in dem Alan Turing zum Beispiel noch am Leben ist. Brexit findet trotzdem statt. Es ist ein Buch über Ethik und Notlügen, so würde ich es wohl beschreiben. Ja.
Und natürlich stellt es einmal mehr die Frage, was haben wir denn den Maschinen noch voraus, die wir uns da schaffen. Und bemerkenswert ist die Umkehrung, hier verzweifeln die Maschinen an den Menschen. Nicht etwas, was wir doch irgendwie gewohnt sind, dass wir an den Maschinen mitunter zu verzweifeln. Ich halte das Buch für eine Beschreibung des Siegs menschlicher Irrationalität und vor allem auch ein Buch über Literatur und wie wir das erzählen können. Also ein hochgradig kluges und auch amüsantes Buch. Ein Klassiker in dem Bereich ist der Autor William Gibson. Er hat mit Agency eine seiner neuesten Veröffentlichungen vorgelegt. Das Buch ist 2020 erschienen. Sein Set sozusagen oder seine Voraussetzung ist, seine Gegenwart ist eine, die ist 20 Minuten in der Zukunft. Und was kann sich da ändern? Alles. Es ist eine Welt, die komplett anders funktioniert. Es ist eine Alternativwelt aus 2017, die wir da geboten bekommen haben. Hillary Clinton ist Präsidentin geworden, nicht ein gewisser anderer US-amerikanischer Kandidat. Brexit findet nicht statt. Also ich finde auch spannend, dass immer so große, wiedererkennbare Strukturen angespielt werden. Sein Buch voller Kommentare auch über den Syrienkrieg, über das militärische Engagement der Vereinigten Staaten in aller Welt. Und die Geschichte an sich ist die Geschichte einer Produkttesterin, die für eine Spielefirma, vermeintliche, eine künstliche Intelligenz testen soll. Und es geht stark in dem Roman um die Verantwortung der Technikentwickler. Erzählt wird das als Thriller und das macht das Buch auch zu einem wirklichen, wie es so schön heißt, zu einem Page-Turner. Aber viele Aspekte, die er aufgreift, korrespondieren mit aktuellen Debatten von dem, was ist Ethik, wenn es um Robotik oder künstliche Intelligenz geht. Und er macht diesen Begriff von Agency ja schon im Begriff stark. Also Agency als Handlungsmacht des Einzelnen, die durch die gesetzten Aktionen einen Unterschied macht, nicht nur für mich, sondern auch für Dritte, also einen sichtbaren Unterschied macht. Ja. Und das finde ich einen ganz wichtigen Begriff in der gegenwärtigen, auch politischen Philosophie. Und da strahlt es auf eine ganz zentrale Weise in unsere Wirklichkeit auch hinein. Was ist denn unsere Agency? Ja. Ganz kurz möchte ich auch auf ein Forschungsprojekt hinweisen, das ich gerade eben jetzt noch fertig durchführe im Rahmen des Rahmenprogramms der internationalen Literaturdialoge. Ich habe hier ein Projekt entwickelt und darf das jetzt auch umsetzen, wo es um einen ägyptisch-österreichischen Dialog der Gegenwartsliteratur geht. Mir war da wichtig, eine Region sozusagen in einen Dialog zu setzen mit heimischen Positionen, der vielleicht nicht so häufig vorkommt. Umgesetzt wird das alles im Rahmen eines Programms des Außenministeriums, wo stark Technik und Technikfolgenthemen, so mein Eindruck, doch vorne mit dabei waren bei den thematischen Schwerpunktsetzungen und was die mit unserer Wirklichkeit auch tun und wie die Künste da reagieren können und vielleicht auch sollen. Ja. Ich habe mich dafür Artificial Intelligence entschieden und habe dann 6 Autorinnen und Autoren gewinnen dürfen für das Projekt. In Ägypten sind das Ahmed Avni, Donia Kamal, Mai Khalid, also die alle auch ins Englische übersetzt sind, die schon eine gewisse Sichtbarkeit da auch haben und sich viel mit dem Thema auch beschäftigt haben. Auf der österreichischen Seite sind das Judith Nicker-Pfeiffer, Katharina Thiewald und Daniela Czana, eine Autorin, die jetzt auch gerade aktuell für den Buchpreis, den österreichischen Buchpreis nominiert ist. Also da bin ich sehr glücklich über diese Zusammenstellung. Wie setzen wir das um? Wir haben eine Reihe von Online-Labs im Rahmen der letzten Monate jetzt umgesetzt, auf unterschiedlichsten Ebenen uns ausgetauscht und bemerkenswert war die Themenvielfalt, mit der Autorinnen und Autoren auf diese Frage der Artificial Intelligence zugehen. Inklusion, Exklusion war ein Thema, Fragen des Rechts, Fragen der Kommunikation, aber immer auch, und das finde ich, macht es auch für den Kontext so wertvoll, was ist das Menschliche? Ja, was haben wir sozusagen, wie verhandeln wir uns da auch neu? Ja, es wird erste Ergebnisse Ende Oktober, Anfang November geben im Rahmen einer Veranstaltung, wo es darum geht, nicht schon fertige Texte zu lesen, sondern diese Arbeitsprozesse, diese Diskussionsprozesse und die Motivation dahinter auch öffentlich zu machen. Im nächsten Jahr werden wir uns an der Lange Nacht der Forschung beteiligen, an der Universität Mozarteum Salzburg. Es wird einen zweisprachigen Band geben, um auch Sichtbarkeit im arabischsprachigen Raum und im deutschsprachigen Raum zu gewährleisten. Es war mir auch als Projektleiter total wichtig zu sagen, das ist absolut mit unserer Gegenwart verbunden. Da gibt es eine Möglichkeit hinzuschauen und sagen, die Literatur hat auf eine gute Weise was beizutragen und wir verhandeln das auf eine Weise, wo es nicht darum geht, was man soll, sondern was vielleicht möglich ist.
ja, ohne sofort in einer Rahmung wieder zu denken. Der Zeit nach würde ich gern versuchen, so ein bisschen einen Ausblick Ihnen zu bieten, auf eine zweiteilige Weise. Und ich habe ganz bewusst sozusagen dieses Beispielbild hier gewählt, weil auch als Archivar, der ich auch bin, man taucht in dieses Material ein und versucht für das Publikum möglichst spannende, anschauliche Dinge nach oben zu bergen. Ja. Und auf der anderen Seite aber immer wieder auch auf eine gute Weise, und das ist ja auch eine Tradition des Salons, zu sagen, wir beschäftigen uns richtigerweise mit so großen, spannenden Begriffen, aber was bedeuten die, wie verändern sich die und wie bringen wir die sinnvoll in unsere Gespräche ein, dass wir eben über diesen Moment des Meinunghabens hinausgehen, sondern sagen, da gibt es einen guten, wertvollen Dialog auch. Ja. Innerhalb der Literatur, wenn wir über den Jetztstand sprechen, dann ist es so, dass Artificial Intelligence, das habe ich versucht auch zu zeigen, in allen Bereichen der Literatur vorhanden ist. Im Produzieren, im Verteilen, im Lesen. Ja, über Gattungen, Genres, über Angebote hinweg ist das vorhanden. Ich denke, es ist auch klar geworden, das ist eine Konstante in der Literaturgeschichte, damit auch in der Gegenwartsliteratur. Literaturgeschichte meint ja auch, was passiert gerade eben jetzt in der Kunstform der Literatur. Es gibt einen hohen Anteil an Dystopien, also Schöpferinnen und Schöpfer und das Neu Erschaffene geraten in den literarischen Entwürfen oft aneinander und das geht nicht immer glücklich aus. Es gibt eine starke Verbindung in der Literatur zur Philosophie, zur Theorie, auch zur Technikphilosophie. Das wird aufgegriffen, das wird reflektiert und die Literatur hat da was anzubieten. Davon bin ich überzeugt. Also einmal mehr nicht nur Fragen, was wir sollen, sondern Fragen auch, was wir können, was wir vermögen. In diesem ehrlichen Austausch auch. Wichtig ist auch, es geht in der Literatur auch in Anbindung an das, was so ethische Debatten sind, es geht um eine Absage an Neutralitätsthesen der Technik. Ja, es gibt eine Form der Verbindlichkeit, der Verantwortung und ich würde das auch als Verpflichtung zur Weiterbildung sehen. Ja, und das muss nicht edukativ mit dem Zeigefinger gemeint sein, aber diese Neutralitätsthese der Technik und der Technologie, also als etwas, das breit sozusagen in der Gesellschaft verankert ist, das ist nicht mehr zu halten. Ja. Und was sehr schön auch an der Literatur zu sehen ist, es gibt eine Anbindung an richtigerweise dominante Diskurse, die da mit reinspielen. Also wie denken wir über Ökologie nach, also das, was als Eco-Criticism, sozusagen als Begrifflichkeit in der Philosophie ja auch einen großen Wert bekommen hat. Ja. Auf einer übergeordneten Ebene muss man sagen, es gibt einen ganz starken Einfluss auf die anderen Künste. Ich habe Ihnen ja jetzt nur die literarische Perspektive gezeigt und es wäre vermessen so zu tun, als wäre das sozusagen das Einzige. Es ist das Schöne und auch das Richtige zu sehen, dass die Künste miteinander in Verbindung stehen, dass sozusagen auch Einflüsse sozusagen künsteübergreifend funktionieren. Ja. Es gibt etwas, was übergeordnet in diesem Bereich spürbar wird. Wir streben danach, Muster zu erkennen, erzählerische Muster, Bedeutungsmuster, das wird herausgearbeitet. Ja. Es gibt einen zentralen Input auf Fragen der Ethik, ich hatte das kurz schon angesprochen und was ich auch sehr wichtig finde, die Literatur ist in diesem Spiel, in diesem ernst gemeinten Spiel, ja, im Verhältnis zur künstlichen Intelligenz, ist die Literatur Gegenstand und sie ist aber immer auch Instrument auch der Untersuchungen, die da vorgenommen werden. Also ich würde wirklich stark dafür plädieren, die Literatur als einen Moment da drin zu sehen, künstliche Intelligenz auch neu zu denken über dieses Moment reiner Darstellung hinaus. Das wäre mein Wunsch sozusagen und etwas, das ich in aktuellen Entwicklungen auch ganz stark vertreten sehe. Ich würde der Zeit nach, gute 50 Minuten hier, einen Punkt setzen, mich für Ihre Aufmerksamkeit bedanken. Ich hoffe, Sie konnten meinem Galopp gut folgen und ich freue mich auf unseren Austausch. Vielen Dank. Ja, lieber Thomas, vielen, vielen Dank für diesen sehr umfassenden Vortrag. Du hast zuerst mit der Definition begonnen, was künstliche Intelligenz ist, was Literatur ist. Hast dich auch und dafür ganz besonderen Dank mit dem Wort und auseinandergesetzt, der natürlich in der Sozialästhetik eine ganz besondere große Rolle spielt, denn es ist das verbindende Element und mit dem beschäftigen wir uns auch tagtäglich. Und hast dann doch verschiedene
Bereiche und auch Aspekte der künstlichen Intelligenz in der Literatur und Literatur mit künstlicher Intelligenz dargestellt und zum Schluss auch noch ein paar praktische Beispiele gebracht, wobei ich besonders dankbar bin für Meg Ewens. Ich habe dieses Buch mit großer Begeisterung gelesen und da zeigt sich ja etwas, was, denke ich, durch all diese Diskurse sich zieht, wie sehr vermenschlichen wir eigentlich die Maschine, denn wir tun dann so, als ob es ja ein Mensch wäre, und das wird auch in diesem Roman in ganz besonderer Weise dargestellt. Es geht dann so weit, dass dieser Roboter, ein männlicher Roboter, dann mit dieser Frau des Menschen sich zurückzieht in eine andere Wohnung und dort auch einen sexuellen Akt vollzieht, was zu einer riesigen Eifersuchtsszene führt beim Mann natürlich und zu einer völligen Fassungslosigkeit bei der Frau, denn sie sagt, wenn ich einen Joystick oder etwas Ähnliches verwende, dann hast du dich noch nie drüber aufgeregt und eigentlich ist es ja nichts anderes, was es hier ist. Und plötzlich wird es aber ein Mensch oder ein Fast-Mensch. Also diese Anthropomorphisierung, die wir ja in diesem Bereich massiv auch begegnen, spielt doch, denke ich, auch eine große Rolle. Ich möchte jetzt nicht ein weiteres Referat dazu führen, aber möchte gleich aufrufen zu Fragen, Bemerkungen. Ja, bitte, Dr. Petschina. Man hört Sie. Wunderbar. Es ist einfach wegen der Aufnahme. Okay, ja. Beim autonomen Fahren hat man festgestellt, dass der Einsatz der künstlichen Intelligenz dazu geführt hat, dass wir Räumlichkeit nicht verstanden haben. Ja? Meine Frage, und zwar, weil wir als Menschen auf die Haptik angewiesen sind, weil wir Dinge buchstäblich begreifen müssen und das auch beim autonomen Fahren eine bloße Kamera nicht dazu geführt hat, dass das Auto automatisch richtig fahren kann. Und das war ein Lernprozess. Meine Frage ist, was kann die Literatur beim Einsatz von künstlicher Intelligenz lernen? Ist die Frage verständlich? Ich habe sie auf eine spezifische Weise verstanden. Ich hoffe auf die richtige. Was kann die Literatur von diesem... Die Literatur kann sozusagen auf eine sehr spezifische Weise Beobachtungen anbieten. Sie kann auf eine spezifische Weise Reflexionen anbieten, die sich vielleicht auch von Mustern sehr spezifischer Beobachtungsmodelle auch abrückt. Die kann sich vielleicht Freiheiten nehmen und auf einem ganz gegangenen Umweg, sage ich mal, vielleicht eine Einsicht bieten, die vielleicht ein Protokoll oder eine andere sehr strenge Form der Überprüfung, auch einer textbasierten Überprüfung, vielleicht so nicht bieten kann. Ja, also wenn ich jetzt mal die Gebrauchsliteratur dorthin schiebe, wenn man sagt, gut, welche Form von Bericht schreiben wir denn darüber, dass das selbstfahrende Auto den Raum sozusagen auf die Weise wohl nicht sozusagen schon so durchdrungen hat. Da glaube ich, könnte die Literatur mit einer glücklichen Unschärfe vielleicht uns auf einem Umweg dahin führen, um eine neue Perspektive auch auf das zu entwickeln. Das auf jeden Fall. Sprache stiftet Wirklichkeit, also davon gehe ich auch ganz stark aus mit einem erweiterten Literatur- und Textbegriff. Ich denke, das kann in einem nächsten Schritt natürlich auch helfen, uns die Angebote, die so ein selbstfahrendes Auto zum Beispiel uns bieten können, besser zu verstehen. Das erklärt sich ja auch nicht von selber. Ja, das wären vielleicht mal zwei ganz pragmatische Momente, wo Literatur was anzubieten hat. Ich hoffe, ich habe Sie richtig verstanden. Ich probiere es mit einem anderen Beispiel. Beethovens Zehnte wurde durch eine künstliche Intelligenz jetzt aufgeführt. Ein Bekannter von mir war als Komponist an dem Projekt beteiligt. Das waren insgesamt 5 Komponisten. Die künstliche Intelligenz hat mehr als 300 Durchläufe gebraucht, die von den Komponisten immer wieder begleitet wurden und überprüft wurden, und am Ende kam dieses Ergebnis raus und wurde dann jetzt auch aufgeführt, und der Dirigent hat sich furchtbar darüber aufgeregt und hat sich darüber markiert, dass die Qualität nicht so gut gewesen wäre. Meine Frage ist, was erzählt das über uns als Mensch? Ich habe vorher meine Frage nicht präzise genug gesagt. Was zeigt uns
dass wir, wenn wir künstliche Intelligenz einsetzen, darüber, wie über unseren kreativen Prozess, über unser Menschsein, über die Art und Weise, wie wir eine Geschichte erzählen, wenn wir Musik dahingehend verstehen wollen, dass es eine ästhetische Geschichte ist, die dort erzählt wird, halt ohne Worte. Ja. Verwenden Sie bitte das Mikrofon, weil sonst können wir es nicht aufnehmen. Mich hat nur nachfragen, dass Sie haben gesagt, der Dirigent war nicht zufrieden mit der Qualität. Mit welcher Qualität genau, von wovon jetzt? Mit der Komposition selber, also nicht mit der Interpretation, sondern mit der Komposition selber. Aber gut, das gilt ja auch für viele echt komponierte Werke, da kann man ja auch einiges, ist auch nicht alles super, was Beethoven oder Mozart komponiert hat, da gibt es auch viel Schrott. Also, bin mir nicht sicher, ja, das Moment der Zufriedenheit ist vielleicht ein Moment. Ich würde würd hier auf mehreren Ebenen versuchen zu antworten. Auf der einen Seite, mit dem McCarthy-Zitat habe ich ganz zu Beginn eingebracht, dieses, wenn wir nicht wissen, wer es verfasst hat und es trotzdem auf eine Weise rezipieren, ist es dann nicht im weitesten Sinne gleich, wer es verfasst hat. Ja? Wenn wir nicht gewusst hätten, wir hätten, in dem Fall wussten wir es, aber wenn wir sagen, ah, das war ja immer schon vollständig, ich bin gespannt, was für eine Zufriedenheitsdebatte wir dann gehabt hätten. Und es ist ganz spannend, es gibt ja den Artificial Intelligence Act der Europäischen Kommission, die auf rechtliche Weise derzeit an einem Addendum arbeiten, wo gefordert wird, dass es eine Textkennzeichnung geben muss, was es menschlich generiert und was es von einer künstlichen Intelligenz generiert. Das finde ich ein extrem spannendes Moment, dass wir haben ein Anrecht darauf, über Autorschaft einen Hinweis zu erlangen. Ja. Da können wir auf jeden Fall auch etwas über unsere Rezipientinnen und Rezipienten lernen. Aus den Beispielen, die ich gebracht habe, ein vielleicht pragmatischeres ist, es ist eine Bestätigung davon, dass wir erzählgebundene Lebensformen sind. Und wir können vielleicht die Arten der Strukturen besser verstehen lernen, sozusagen mit denen wir erzählen, mit denen wir vermitteln, unter denen wir rezipieren. Da sehe ich eine große Möglichkeit. Artificial Intelligence bietet aber auch als ästhetisches Phänomen eine große Herausforderung. Und mir geht es jetzt sicherlich nicht darum, alle Beispiele, die sich dem Thema widmen, zu nobilitieren. Aber da gibt es, und ich habe versucht, sozusagen besonders lesenswerte Beispiele, also aus meiner Sicht lesenswerte Beispiele auszuwählen, die sagen, da gibt es sozusagen nochmal eine neue Perspektive für uns. Und vielleicht auch in Bezug auf die Notwendigkeit unserer Fehlbarkeit und unserer Fragilität zu lernen. Ja? Also das ist etwas, das die Literatur uns da schon anbieten kann, auch im Bereich der Philosophie, dass wir umgehen lernen mit dem, wie zerbrechlich wir eigentlich sind, wie fehlerhaft und wie wir damit auch einen Umgang finden angesichts einer angestrebten, mehr oder minder erstrebenswerten Perfektion. Ja? Also das ist etwas, das fand ich auch bei dem erwähnten Forschungsprojekt, das ich gerade durchführen darf, so spannend, dass es ganz stark darum ging, dass das Menschliche als vielleicht nicht perfekt verstanden wird, aber dass das nicht notwendigerweise ein klassisches Defizit sein muss. Ja, insbesondere in einer Gesellschaft, die Sozialästhetik gerne über Bord werfen möchte, weil wir alle effektiv und gestreamlined sein sollen. Und wenn da uns die Literatur sagt, hey hoppla, Moment mal, salopp gesagt, dann würde ich das auch als großen Vorteil sehen. Das vielleicht als erste Ansätze möglicher Antworten dazu. Aber ich finde es ganz, ganz, ganz wichtig. Ja. Ich denke nur, wir haben ein ganz großes Problem, wenn wir in das Thema des maschinellen Lernens und des maschinellen Produzierens auch von Sprache und Ähnlichem einsteigen, dass wir einen Terminus verwenden, der einfach oder schlicht und einfach Etikettenschwindel ist, nämlich wenn wir von Intelligenz sprechen. Wenn wir von Intelligenz sprechen, dann haben wir natürlich menschliche Intelligenz vor Augen und wir wollen auch diese Parallelität herstellen. Und das, was hier die Maschine macht, hat mit menschlicher Intelligenz überhaupt nichts zu tun. Schon einfach deshalb, weil unser Gehirn nicht wie ein Computer funktioniert und schon gar nicht nach 0-1-Prinzip funktioniert und auch nicht nach Algorithmen funktioniert, sondern man hat damals sehr früh diesen Terminus hereingebracht und damit etwas aufgeblasen, was letztlich, und das muss man schon mal in dieser Schärfe sagen, einfach wirklich eine Blase darstellt, denn die besten künstliche Intelligenz-Computer, die es derzeit gibt,
die schaffen gerade ein IQ von ungefähr um die 30 bis 40. Das ist eine ganz schwere Minderbegabung. Ja, eine ganz schwere Minderbegabung. Und wir tun aber so, wie wenn das intelligent wäre. Und wir tun vor allem dann so, wie wenn es noch besser wäre als unsere Intelligenz. Und das stimmt einfach schlicht nicht. Das, was besser ist, sind manche Vorgänge der Kombinatorik, das ist gar keine Frage, ist auch die Speicherkapazität. Wir können einfach in unserem Gedächtnis nicht so viel speichern, wie das manche Computer können, aber das hat mit Intelligenz, so wie wir sie als menschliche Intelligenz in der Psychologie verstehen und auch dann in der Psychopathologie, wenn sie gestört ist, praktisch nichts zu tun. Also es ist schon ein Etikettenschwindel, mit dem wir hier die ganze Zeit konfrontiert sind. Also daher meine ich auch, dass man besser von maschinellem Lernen sprechen könnte oder maschineller Entwicklung oder was auch immer. Nur mit menschlicher Intelligenz hat es einfach schlicht nichts zu tun. Jetzt war ich so provokant, dass die Arme alle hinaufgeschnellt sind. Bitte zuerst Sie und dann kommen Sie nochmals dran. Bitte schön. Wie hoch ist dabei die emotionale Intelligenz? Also wenn ich davon ausgehe, dass ich sage, Literatur berührt meine analogen Empfindungen. Und ich gebe einen fiktiven Satz vor, der sagt, ich erwiderte, fühlen Sie sich bitte wie zu Hause. Und er raunste zurück, er äffte mich nach und sagte, fühlen Sie sich wie zu Hause. Und wenn ich das praktisch versuche, in Algorithmen umzusetzen, bin ich lost, weil es lässt sich momentan vom Gefühl gar nicht umsetzen. Da nicht einmal annähernd an eine mögliche Lösung war. Ich weiß nicht, wie Sie das sehen. Also das heißt, Literatur hat meiner Ansicht nach wesentlich mehr Möglichkeiten. Wir sind immer sehr dimensioniert oder sehr klein dimensioniert. Ich bin mir nicht sicher, ob ich die Bemerkung ganz verstehe. Ich finde den Beispielsatz finde ich interessant. Ich habe versucht, von einem ganz starken Literaturbegriff das auch sozusagen das Thema auch aufzumachen und auch, auch in Bezug vielleicht auf die sehr wichtigen Fragen vorhin zu zeigen, was die Literatur uns alles bieten kann, auch in Bezug auf ein Thema, das unseren Alltag mit betrifft, das mit gewissen Begrifflichkeiten operiert, die wir kritisch durchdringen müssen. Und ich weiß nicht, ob Sie mich da vielleicht falsch verstanden haben, aber ich gehe von einem ganz starken Literatur- und Textbegriff aus, der uns sehr viel dazu bieten hat. Das, was die künstliche Intelligenz, wie die zum Einsatz kommt in den Bereichen, wie Text produziert wird, wie Texte verteilt werden und wie Texte analysiert, ausgewertet werden, das habe ich versucht an ganz pragmatischen Beispielen darzustellen, die schon existent sind und die unseren Lesealltag, wenn Sie so wollen, stark mitprägen. Bitte noch eine, gerne eine Zusatzfrage. Mache ich damit nicht eigentlich eine parallele Welt auf? Ich habe mich in der hiesigen Welt, wenn ich jetzt Chomsky oder also Noam Chomsky, generative Transformationsgrammatik, da gibt es Widersprüchlichkeiten, wo ich dann im Endeffekt mir überlegen muss, ist das nicht eine andere Welt, die ich da aufmache, bevor ich in meine Welt oder in dieser literarischen Welt überhaupt Fuß gefasst habe. Und eigentlich jetzt schon sagen will, wir haben in der künstlichen Intelligenz überhaupt schon irgendwelche Fortschritte? Man kann das als Vervielfachung der Herausforderungen lesen. Als jemand mit Aristoteles Neigung finde ich das nicht nur schlecht. Ich bin nicht sicher, dass wir sagen, wir müssen mal die Probleme erster Ordnung zu Ende erledigt haben, wenn wir bei so einer Vorstellung von Wirklichkeit als Vereinbarung bleiben. Ja. William Gibson, den ich erwähnt habe, auch, der hat zum Beispiel den Begriff der virtuellen Realität mitgeprägt und der spricht das in seinen literarischen Werken, bevor das technische Wirklichkeit wurde, hat er das als Konsenshalluzination, paraphrasiert gesagt, immer angesprochen. Und das finde ich einen ganz brauchbaren Begriff, um auch zu sagen, da gibt es Verhältnismäßigkeiten und ich würde das nicht nur von einer Vervielfachung von Schwierigkeiten und Komplikationen sehen. Die gibt es natürlich auch, aber ich denke, da gibt es auch ganz praktische, pragmatische Anwendungen, wo das gut zum Einsatz kommen kann. Und das in eine Reihenfolge von Problemlösungen zu bringen, ich bin mir nicht sicher, ob
ob die sogenannte Wirklichkeit, und ich bin mir auch nicht sicher, ob Literatur so funktioniert. Ja? Nicht zuletzt deshalb, weil der Text, gutes Heiner Müller Zitat, der Text ist immer schlauer als wir. Ja? Auch der Text, den wir uns von der Wirklichkeit machen. Das sagt uns etwas, von dem wir gar noch nicht wissen, was es uns sagt. Bitte. Erst einmal wollte ich nur noch einmal, noch einmal überpointiert bemerken, es gibt auch viele vom Menschen generierte Texte, die nicht mit Intelligenz, nicht sehr viel mit Intelligenz zu tun haben. Das heißt, die Tatsache, dass der Autor vielleicht einen IQ von über 30 hat, heißt das nicht, dass der Text selber schon intelligent ist. Das wollte ich nur sagen, irgendwie. Und zweitens wollte ich bemerken, da gibt es ja im Internet, das, ich spiele mich hin und wieder gern herum, Sprichwortgeneratoren, ne, die künstliche Sprichwörter erzeugen, nicht wahr? Und wenn man da was eingibt, zum Beispiel drei völlig willkürliche Begriffe, Eier, Haare und Willkür zum Beispiel, ne, dann kann er zum Beispiel ein Ding, die Eier sind die Haare der Willkür, oder weiß ich, wenn du Eier brätst, bekommt die Willkür Haare oder irgendwas. Also irgendwie. Jetzt hat es auf einer oberflächlichen Ebene überhaupt keinen intelligenten Sinn, so irgendwie. Nicht? Andererseits könnte man aber sagen, dass die Koans, diese japanischen Zähne, haben ja eigentlich auch in intelligenter Weise, so wenn man zum Beispiel sagt, wie hört sich das Klatschen einer Hand an? So irgendwie denkt man sich ja, so völlig, welcher Depp hat denn das eingefallen? So. Aber der Sinn und Zweck dieser Koans ist ja, dass man sozusagen eben nicht intelligent darüber nachdenkt, was will uns das jetzt sagen, sondern dass man darüber in eine Meditation verfällt. Und dazu würde aber dieser künstliche Text, die Eier sind die Haare der Willkür, durchaus auch taugen. Nicht wahr? Man kann sich da irgendwie, man kommt jetzt in dem Sinn zu keinem logischen Ergebnis, genauso wie das Klatschen einer Hand, da kann man zu keinem logischen Ergebnis kommen, aber das Ziel eines solchen Textes ist ja nicht, dass ich sage, eins und eins ist gleich, da komme ich dann zu einem Endprodukt, sondern das hat einen ganz anderen Auftrag, so irgendwie der Text. Damit ich aber auch eine Frage formuliere, mich würde nur interessieren, Sie haben gesagt, da gibt es Bestrebungen, dass man künstliche Texte markiert oder so irgendwie computergenerierte Texte markiert. Die Frage ist, was verspricht man sich davon, also was hätte das für einen Sinn, wenn ich sage, wenn es Regulatorien gibt, dass man sagt, gefotoshoppte Modelfotos müssen markiert werden, weil wir wollen da die Gefahr von falschen Körperschemata und die Jugend, damit die nicht magersüchtig werden, gerade die Mädels oder so, die Frauen irgendwie, so. Das verstehe ich ja, ne? Da ist irgendein Jugendschutzgedanke dahinter, das muss man also warnen vor Ding, damit die Leute magersüchtig und fallen. Aber bei diesem Ding hätte ich ja überhaupt keine Gefahr gesehen, das heißt, vor welcher Gefahr soll denn da gewarnt werden oder was hätte das denn für einen Sinn, so eine Markierung? Also ich würde mir da gar nichts davon versprechen, so auf die Art, dass ich sage, dieser Satz ist jetzt vom Herrn Huber und das ist eben von der Zhao Li oder irgendwas oder so. Was sollte mir denn das sagen, außer dass es so ist? So irgendwie. Dr. Petschiner möchte gleich dazu auch etwas sagen, fragen, wie auch immer und ja. Dann vielleicht... Eine kurze juristische Antwort darauf kann sein, dass es was mit dem Urheberrecht zu tun hat. Das Urheberrecht schützt das geistige Werk, also die kreative Schöpfung, die dahinter steht. Und die Frage, wenn ich etwas schreibe, dann habe ich das Recht, das zu verwerten und dass ich dafür auch die Tantiemen bekomme. Wenn das ein Computer macht, ist die Frage, wem gehört die geistige Schöpfung dahinter? Gehört es demjenigen, der das Computerprogramm geschrieben hat? Gehört es dem Eigentümer des Computers? Also das kann eine Möglichkeit sein, aber als Jurist fällt mir das als erstes ein. Bitte, Thomas. Ja, vielen Dank für den wichtigen Impuls, weil das ist ein Mitgrund, warum das ausgewiesen werden soll. Ich würde das auch als erweiterten Konsumentenschutz sehen und das auch als Ausweisen von Autorschaft. Das hat natürlich juristische, im besten Sinne urheberrechtliche Konsequenzen. Was die anderen Aspekte betrifft, diese Idee generativer Textproduktion, die gibt es ja schon länger. Also das ist ja jetzt sagen, nichts, was sozusagen das Netz neu erfunden hat. Das macht es nur leichter zugänglich. Aber diese Idee generativer Produktion ist auch von Autorinnen und Autoren immer wieder angewandt worden. Also ich denke nur an Uli Po zum Beispiel, Leute wie Georges Perec oder so, die haben immer wieder mit kombinatorischen Momenten gespielt, um sich selbst sozusagen eine Falle zu stellen oder um sich gleich selbst auch zu überlisten, um zu was Neuem zu kommen. Also da gibt es nicht nur einen Moment, der sagt, dass im ersten Moment macht das keinen Sinn, sondern das führt mich vielleicht auf einen neuen Weg, an den ich so nicht gedacht hätte. Also das finde ich neben einer
Persiflierung. Es gibt ja auch so Textgeneratoren, um wissenschaftliche Aufsatztitel zu generieren, und das funktioniert wunderbar, und je nachdem, wie man theoretisch so gelagert ist, kann man sehr viel Spaß haben oder sich sehr ärgern. Ja. Wenn es um den Sinn geht, da möchte ich nochmal auch stark mich für einen wichtigen Literatur- oder einen starken Literaturbegriff eben auch aussprechen. Nämlich, weil so klassisch textlinguistische Konzepte sprechen immer von Kohärenz, grammatikalischer Richtigkeit, Sinnhaftigkeit, Nachvollziehbarkeit und. Und das sind oft Elemente, die ein literarischer Text nicht einlöst. Ja, also eben Sinnhaftigkeit im konventionellen Sinne, wenn man so möchte, ist etwas, das Literatur einlösen kann, aber einmal mehr nicht muss. Ja, also da würde ich stark auch mich für eine Literatur aussprechen, der man trotzdem Text oder Textualität, Textlichkeit zubilligt, ohne dass man sagt, das muss jetzt einfach, muss alles richtig sein. Ja. Das zähmt ja, Normierungen sind ja oft auch Zähmungen, wenn es um künstlerischen Ausdruck auch geht. Das ist ja nicht immer nur eine Hilfestellung. Da würde ich meinen, dass diese Frage nach einem Sinn, der auf der ersten Oberfläche sofort erkennbar ist, der würde wahrscheinlich auch Literatur produzieren, die uns bald mal langweilt. Ja, also Literatur steht ja mal mehr, mal weniger bewusst in einem Spannungsverhältnis zu diesen normierenden Vorgaben, und dieses viel Produzieren, ja, also wir haben vorher über dieses Beispiel mit dem Lyrikband gesprochen, da sind 10.000 Gedichte erzeugt worden, damit man zu 140 kommt, die, man sagt, die halten, die haben eine Form von literarischer Eigenqualität, ja, damit man sie in das Buch tun kann. Das ist, ich glaube, dass diese Schere enger werden wird, ja, dass dass diese Entwicklungen sozusagen, dass es nicht mehr 10.000 Gedichte braucht, um zu 140 veröffentlichbaren zu kommen. Ja, das, und Ihre Eingangsbemerkung über Intelligenz und Texte, das ist vielleicht etwas für die Bar. Ja. In diesem Zusammenhang stellt sich aber natürlich die Frage, kann man überhaupt einen so künstlich generierten Text, ich vermeide jetzt ganz bewusst das Wort Intelligenz, kann man den unterscheiden von einem menschlich generierten Text? Die Frage habe ich mir gestellt bei den ersten beiden Gedichten, da hätte ich mich schwer getan. Bei einem Haiku würde ich mich wahrscheinlich nochmals etwas schwerer tun. Aber bei anderen Texten könnte ich mir schon vorstellen, dass es durchaus relativ rasch sichtbar wird, dass da, sagen wir mal, das innovative Moment endenwollend ist. Also, gibt es hier überhaupt Forschung dazu? Kann man das überhaupt? Denn da spielt natürlich das Urheberrecht dann schon eine relativ große Rolle. Denn wenn wir dann quasi einen guten Computer kaufen, um ein Doktorat zu machen, dann erspart man sich vielleicht all das, was man bis jetzt halt versucht hat zu machen, dass man anderen schreiben lässt, beziehungsweise dass man sie irgendwo abschreibt. Sondern es ist dann nur mehr Frage des guten Computers. Ich hoffe, das wird nie Frage des guten Computers, wenn man die Aufgabe abgibt. Also, aber das sage ich als Autor jetzt auch und auch als Wissenschaftler. Es gibt sehr viel Forschung zu Texten, die stark durch Strukturen, durch Rhythmisierungen, generative Momente gekennzeichnet sind. Also das Beispiel mit dem Haiku, finde ich, oder Tanka, da würde das genau, weil da gibt es klare Schemata, die wahrscheinlich sozusagen zumindest oberflächlich gut befüllt werden können. Ob dann sozusagen da auch ein entsprechend semantisch gutes Gedicht rauskommt, nächste Diskussion. Aber das Moment, das viel beforscht wird, auch in der Erkennung, im Generieren von neuen Texten, wie zum Beispiel dieses Buch mit den Batterien, ja, oder diesen Texten über Batterien, was ich ein hervorragendes Beispiel finde, da sind natürlich ganz stark strukturierte Texte ausgewertet worden, wo klar ist, wann, wo, welche Information zu stehen hat. Ja, weil das einfach auch durch die Art, wie ein wissenschaftliches Paper funktioniert, so stark strukturell vorgegeben ist. Ja, da ist es dann leichter, sozusagen diese Art von Zusammenfassung zu erzeugen. Ich denke, wenn das Textrepositorium Musil oder Dodera als Grundlage hätte, dann täte es sich schwerer. Ja. Das ist ja auch genau das Problem bei der 10. Symphonie gewesen. Nicht? Also bei Minimal Music oder auch bei einer elektronischen Musik, denke ich, ist da die sogenannte künstliche Intelligenz, also dieses maschinelle Erzeugen, relativ leicht und auch schwer zu unterscheiden, ob es wirklich ist, bei einem so einem komplexen Werk wie einer Symphonie,
und überhaupt dann noch gleich eine Beethoven-Symphonie und eine, die auch nur wirklich sehr rudimentär überhaupt vorhanden ist, also wo relativ viel zu komponieren ist, um es so zu sagen, wird es natürlich besonders schwierig. Wobei ich schon auch anmerken möchte, der Dirigent mag sich hier sehr mokiert haben. Es gibt ja viele Versuche, Dezente zu machen. Aus meiner Sicht sind alle Misslungen, also auch nicht nur die über Maschinen letztlich erzeugt worden sind, da haben sie ja viele dann gearbeitet. Ich möchte ganz kurz dazu, was mir wichtig ist, damit das nicht missverstanden wird. Also ich würde aber künstlerische Angebote, die durch ihre Strukturiertheit vielleicht leichter nachbildbar sind, nicht sozusagen in der Qualität abstufen. Also das wäre mir ein ganz wichtiges Moment. Also wenn wir sagen, wir halten jetzt Minimal Music und Beethoven aneinander, dass wir das unter dem Aspekt einer Reproduzierbarkeit und einer Wertung sehen, sondern eine Frage von ihrer Strukturiertheit her gedacht. Ja. Also da bin ich ganz bei dir, ohne Zweifel. Das ist ja wunderbare Musik. Also das sollte man jetzt und man kann es auch nicht wirklich aufrechnen, weil es einfach zwei ganz unterschiedliche Zugänge zu Tönen ist. Aber ich denke trotzdem, dass man es leichter oder etwas ähnlich Schönes auch produzieren kann, als bei einem so komplexen Werk wie bei einer Symphonie überhaupt mit einem romantischen Orchester. Also das wird mit einem einfachen Orchester wird es auch noch ein bisschen leichter gehen. Aber jetzt haben wir zu viel. Bitte. Schon. Das ist nur ein sehr persönliches Empfinden. Warum kann ich gut akzeptieren oder auch gut finden, wirklich gut finden, wenn Gebrauchstexte oder eben Anweisungen maschinell generiert sind, und warum habe ich ein unglaubliches Unbehagen, wenn ich misse, ja, mehr als Unbehagen, wenn es um Gedichte geht? Ist das ein überholter Kulturbegriff? Das Unbehagen ist kein überholter Kulturbegriff, ganz und gar nicht. Ich finde solange wir weiter konstruktiv kritisch Fragen stellen, wenn wir das als Motivation dafür sehen, dann finde ich das alles andere als überholt. Wir sind natürlich als Leserinnen und Leser, stehen wir in einer spezifischen Tradition und haben auch das, was man einen Erwartungshorizont nennt. Sprich, ich erwarte mir, dass ein Gebrauchstext so und so aussieht, so und so aufgebaut ist, die und die Ansprüche erfüllt. Ich erwarte mir da keine spannenden Metaphern. Für einen Lyrikband wird sich das anders darstellen, wobei man darf es nicht unterschätzen, wie stark Gebrauchsliteratur und Lyrik miteinander immer wieder auch in eine Beziehung getreten sind, lang bevor wir Diskussionen über Literatur und künstliche Intelligenz geführt haben. Ja. Insbesondere die Form der Lyrik durch ihre Verdichtungsleistung, durch ihre mitunter auch hohe Emotionalität, je nachdem, was für ein Werk man da jetzt wählt, ja, der billigt man ja besonders sozusagen eine besondere Nähe vielleicht auch zu in unserer Rezeptionshaltung zu dem, was wir das Menschliche apostrophieren möchten. Ja. Und wenn das sozusagen von einer Autorin oder einer Autorschaft kommt, die dezidiert nicht menschlich ist, dann stellt sich das Unbehagen ein. Also ich würde es so erklären, dass das und das meine ich nicht abwertend, sondern mit unserem Erwartungshorizont und mit unserer Lesebiografie ganz stark zu tun hat. Ja, und welche Erwartungshaltung sich natürlich daraus speist in Bezug auf die Textsorten, mit denen wir uns da lesend konfrontieren. Dr. Pitschner, bitte. Okay, Gott. Ich würde gern an die Frage anschließen, wenn Kultur immer auch ein gewisser Spiegel der aktuellen Zeit ist, dann ist meine Frage, was sagt es über unsere Hoffnungen und Wünsche aus, dass wir uns momentan gerade an einem Thema wie künstliche Intelligenz oder Maschinenlernen so abarbeiten? Viele Antworten. Eine ist, es ist eine Möglichkeit, vielleicht auch unliebsame Aufgaben auszulagern, ganz pragmatisch betrachtet. Ja. Also dann schreibt mir mein KI-Programm die Gebrauchstexte, die Beipackzettel. Ja. Also Effektivität ist natürlich ein problematisches Moment. Ich habe die Zeit, nicht 150 Papers zu lesen, ich muss trotzdem sozusagen einen Überblick mir, aus welchen Gründen auch immer, ich bin Entscheidungsträger in einem Konzern, muss ich wissen, was da passiert.
dann ist das eine Möglichkeit. Und dann kann man, ich weiß nicht, Speedreading lesen, wie auch immer, wie gut man das finden mag, ist eine andere Sache. Aber da bin ich wahrscheinlich auch ein traditioneller Leser. Oder sozusagen, es gibt eine Möglichkeit, hier sozusagen die zentralen Informationen auf eine seriöse Weise aufbereitet zu bekommen. Also da sehe ich so Auslagerungsmomente stark. Der Hang zur Effektivität und zur Perfektion, da würde ich auch beim Unbehagen, zumindest aus meiner Sicht, sozusagen stehen. Ich denke, wir haben einen Aspekt bis jetzt noch gar nicht behandelt und das ist der, wenn ich jetzt einen Text lese, dann lese ich ja nicht nur diesen Text und versuche auch nicht nur diesen Text zu ergründen, sondern ich begegne ja auch dem Menschen, der diesen Text verfasst hat. Also wenn ich Nietzsche lese, dann lese ich nicht nur die schönen Sätze, die er sagt, oder die weniger schönen Sätze, oder das, was er Wunderbares geschrieben hat, sondern ich begegne auch Nietzsche als Autor. Wem begegne ich bei diesem chinesisch anmutenden Autor, der offensichtlich keines oder 100 verschiedene sind oder mehrere? Oder begegne ich überhaupt noch jemanden? Ich würde das stark vom Werk abhängig machen, ob eine Begegnung, wie du sie beschreibst, mit der Autorin oder dem Autor möglich ist. Also bei einem philosophischen Text, einem, der sozusagen eine Form von spezifischem Engagement, Nietzsche finde ich ein großartiges Beispiel, an den Tag legt, da ist das vielleicht, würde ich aus meinen Leseerfahrungen sagen, eher möglich. Aber wir, gerade in der Literatur, kriegen wir ja auch Figuren geboten, die von den Autorinnen und Autoren sehr weit weg sind. Und da ist die Begegnung mit den Autorinnen und Autoren vielleicht nur auf einem Umweg möglich. Ja. Ich bin mir nicht sicher, ob das ein Aspekt ist, der uns stark verloren geht. Wir werden sehen, ob es 2050 einen AI-generierten Bestseller gibt. Ich weiß nicht, ob es ein philosophischer Bestseller sein wird. Ja. Die Begegnung mit den Autorinnen und Autoren, das ist, wir begegnen mal dem Werk. Ja. Das ist wir erleben ja jetzt eine Diskussion, die stark auch das Werk über die Biografie uns erschließt oder vielleicht auch mitunter verunmöglichen soll. Das finde ich nicht so glücklich. Ja. Bei Nietzsche finde ich, das kann es eine positive Erfahrung sein, aber das ist vielleicht auch eine Frage eines ästhetischen Programms der jeweiligen Autorin, des jeweiligen Autors. Will ich mich wieder überhaupt zeigen? Will ich dir nicht lieber eine extrem grauenhafte Figur zeigen? Und das bin aber gar nicht ich. Ich habe weniger gemeint, dass man jetzt wirklich der gesamten Person oder dem ganzen Menschen Nietzsche begegnet. Natürlich, wenn man die Texte lieben lernt, dann versucht man natürlich immer mehr, ihm auch persönlich zu begegnen. Und natürlich als Psychiater ist man es gewöhnt, dass man Menschen begegnet und versucht es natürlich vielleicht noch ein bisschen rascher. Aber es geht um die Geisteswelt, der man begegnet. Und der begegnet man schon in jedem Fall. Und es ist schon eine spezifische Geisteswelt immer, der man hier begegnet. Und da stelle ich mir schon die Frage, wem oder was begegne ich Das verstehe ich jetzt besser, weil die Geisteswelt, die Literatur steht ja nie für sich. Also welche Referenzen werden gesetzt, wie funktioniert Stil und auf unterschiedlichen Ebenen. Kein Text steht für sich allein, nie. Ja. Also da bin ich ganz bei dir. Ja. Bitte. Dazu könnte es sein, dass nur weil ein fertiger Text eines Maschinenlernprogramms da ist, heißt noch nicht, dass der Text ausgereift ist. Im Moment, so nehme ich zumindest wahr, sind diese Algorithmen am Anfang, ist ein Work in Progress, wir hoffen, dass sie irgendwann so weit sind, dass etwas Brauchbares dabei rauskommt, aber das meiste, so wie bei diesen 10.000 Gedichten, aus denen man dann was rausfiltert, ist, man siebt einmal und schaut, was dabei übrig bleibt. Und nur weil da jetzt etwas fertig, also der Schreibprozess ist ja auch ein Prozess und irgendwann ist er aus. Und ich glaube, also selbst wenn man einen Nietzsche lesen würde, der sicher seine Sachen auch überarbeitet hat regelmäßig, und wenn man dann nur den Erstentwurf lesen würde, hätte er nicht die Kraft und auch nicht die Strahlkraft, die das fertige Werk hat. Und ich glaube, wir überfordern momentan auch die Ergebnisse dieser KI oder wie auch immer was. Da möchte ich gerne eins draufsetzen, denn
das, was ja ein Autor tut, wenn er jetzt eine Auswahl trifft für einen Gedichtband zum Beispiel, dann ist es ja der Autor selbst, der aussucht, was er für gut, für geeignet, für passend hält oder nicht. In diesem Fall hat es ja nicht der Autor gemacht, sondern es haben andere gemacht, die auf ganz anderen Prinzipien als offensichtlich der Autor, diese Maschine, es gemacht hätte. Eigentlich wäre es doch besser und legitimer, wenn die Maschine aus diesen 1400 die allerbesten aussucht. Und da bin ich mir dann nicht mehr ganz so sicher, ob das wirklich allen ästhetischen Ansprüchen, die wir möglicherweise nur gewöhnt sind, wirklich entsprechen könnte. Im glücklichsten Fall dürfen die Autorinnen und Autoren aussuchen, was in ihre Bücher kommt. Wir sind nicht nur mit boshaften Lektoraten geschlagen, sondern, das ist ein Witz natürlich, keine boshaften Lektoren, aber vor allem sind wir mit dem Problem der Endlichkeit geschlagen und da kommt dann natürlich ein Editionsprozess nochmal mit hinein, dass man sagt, wir wollen ja mitunter auch die Vorstufe sehen, wir wollen teilweise das Rohmaterial sehen. Ja? Das mag zwar noch nicht geschliffen sein, aber was ist denn da davor? Ja? Und gerade wenn wir über Lyrik sprechen, und ich finde es auch ganz wichtig, dass da, was da vorher angesprochen wurde, Paul Valéry, wichtiger Lyriker auch, nicht zuletzt, sagt, ich schließe kein Gedicht ab, ich gebe es auf. Ja? Ja? Und das finde ich einen nicht unspannenden Moment, dass wir nicht sagen, das ist jetzt schon so gut, wie es sein soll, aber besser wird es jetzt nicht. Ja? Und da würde ich sehr stark auch dafür plädieren, auszusteigen aus diesem Moment dem perfekten Abschluss, dem perfekten Text oder so. Ich glaube, der Text ist immer noch so viel besser als wir als Autorinnen und Autoren, davon bin ich wirklich überzeugt. Nichtsdestoweniger hat jeder Text seine Stellen, wo wir analytisch, diskursiv einhaken dürfen. Das finde ich ganz bemerkenswert und gut, dass das möglich ist und dass es da eine Weiterentwicklung gibt. Ja. Aber da stellt sich natürlich schon eine Frage, wann schließt quasi ein solches lernendes maschinelles System die Arbeit ab? Ich zitiere da einen unserer Mitarbeiter im Institut, Harald Scheiber, der ja Maler und auch Bildhauer ist und mit dem wir oft die Frage diskutiert haben, wann ist denn das Gemälde fertig? Und das ist eine Frage, die auch für ihn sehr, sehr schwierig zu beantworten ist und immer nur annähernd zu beantworten ist, denn man kann es eben nicht perfekt machen, denn wenn würde man es perfekt machen wollen, dann übermalt man es einfach so lang, bis dann letztendlich kaum mehr wieder das da ist, was man eigentlich darstellen möchte. Also es braucht diesen rechten Zeitpunkt, es braucht Gott Kairos, um es so auszudrücken. Ja. Ich habe kein Problem mit all diesen Maschinen bei Gott Kronos, ja. Das geht ganz gut, das kann man auch algorithmisch ganz gut lösen, aber Gott Kairos, ich glaube, da werden die Maschinen zumindest noch lang dran herumkiefeln, bis sie dorthin kommen. Das mag sein. Es sind natürlich dann Parameter, die dem zugrunde liegen. Was ist der Verlauf, was ist Kronos und was ist der glückliche Augenblick, den wir dann setzen. Wir dürfen nicht vergessen, dass Kairos uns nicht nur den glücklichen Augenblick sagt, sondern auch, das sind die zwei Stellen am griechischen Panzer, wo eine Lücke ist, wo wir einhaken können, nicht immer nur friedlich. Ja? Also gut etymologisch betrachtet ist das sozusagen der glückliche Moment, hängt davon ab, auf welcher Seite wir stehen. Ja? Das ist schon ein ganz wichtiger Punkt auch. Aber ja, klar, da könnte man nochmal sagen, okay, was ist ein editorischer Prozess, was ist ein Prozess literarischen, philosophischen Denkens, Schreibens, wie wird das in was Textliches überführt? Ja? Das öffnet es nochmal, vielleicht ist das ein glücklicher Moment für was anderes. Jetzt haben wir noch drei Fragen. Sie haben so lange schon gewartet, dann kommen Sie und dann zuletzt noch Dr. Petschiner. Bitte. Also ein kleines Spiel sozusagen. Stellen wir uns vor, wir geben einen Computer auf der Universität Dinge ein, die er braucht für ein Doktorat. Und wir geben die Dinge ein in den Computer und der Computer macht dann das Doktorat. Ist der dann intelligent? Und die nächste Frage, wenn wir einem 20-jährigen Schüler Sachen eingeben für ein Doktorat und der macht dann das Doktorat, ist der dann intelligent? Die
Frage ist es, beide sind gebildet, aber vielleicht ist einer intelligent oder auch keiner. Die Frage ist, was ist Intelligenz? Die stelle ich, die Frage. Unabhängig von Bildung. Also lesen müssen wir können. Naja, also da gibt's relativ viele Arbeiten dazu, da gibt es auch viele Definitionen dazu. An und für sich ist Intelligenz ein Sammelbegriff für verschiedene Teilfunktionen, die wir als Mensch letztlich erarbeiten können oder wo wir uns weiterentwickeln können. Das hat natürlich etwas mit den Gedächtnisleistungen, mit der Merkfähigkeit zu tun, aber nur bis zu einem geringen Grad. Das hat etwas mit dem formal logischen Denken zu tun. Es hat aber auch sehr viel mit dem assoziativen Denken zu tun. Da scheitern die allermeisten Maschinen. Da bleiben sie eben auf einem sehr, sehr, sehr rudimentären Stand stehen. Und es gibt noch viele andere Teilfunktionen. Also Intelligenz ist ein sehr komplexer Begriff. Und da lasse ich jetzt noch die emotionale Intelligenz, die sich herausgestellt hat, dass sie als prognostischer Faktor, ob jemand erfolgreich in seinem Beruf ist oder nicht, ja noch eine viel größere Rolle spielt als die sogenannte kognitive Intelligenz, schon außen vorweg. Also es ist ein sehr komplexer Begriff und deshalb ist es auch so hochproblematisch, dass man hier in einer extrem reduktionistischen Art und Weise plötzlich auch von Intelligenz spricht. Das war auch meine Kritik vorher, dass ich gesagt habe, es ist einfach schlicht ein Etikettenschwindel. Ja, es ist also, und man kann natürlich Intelligenz auch so definieren, und so wird es auch heute übrigens getan, dass man nicht mehr auf diese Komplexität eingeht, sondern Intelligenz ist das, was ein Intelligenztest misst. Und dieser Intelligenztest ist vom Menschen geschaffen und je nachdem, was der misst, bezeichnet man einfach schlicht als Intelligenz. Also es gibt keine absolute Intelligenz. Also wenn Sie darauf ansprechen, gibt es eine Intelligenz, dann kann ich nur darauf sagen, nein. Sondern es ist das, was der jeweilige Intelligenztest misst. Und der misst in der Regel eben eine ganze Fülle von verschiedenen Teilfunktionen, die zum Teil von Maschinen sehr gut und wesentlich besser als von Menschen erfüllt werden können. Andere Bereiche, wo die Maschine praktisch nahezu chancenlos ist oder zumindest mit der jetzigen Rechenkapazität chancenlos ist. Denn das, was die Maschine nicht kann, ist intuitiv vorgehen. Das ist nicht möglich und das ist aber bei vielen dieser Intelligenztests etwas sehr wesentlich, dass man intuitiv auch vorgehen kann. Und das schafft eine Maschine beim besten Willen nicht, sondern sie kann es nur annähernd über Algorithmen versuchen, so zu tun, als ob. Viel mehr kann ich jetzt, weil da müsste ja eine ganze Vorlesung über Intelligenz halten, aber im Prinzip ist es das. Ein Satz noch, gern. Sozusagen, ich bin jetzt 52 und ich sehe so quasi in den Nachrichten 40 Jahre lang, es wird, das ist auch richtig so, ja, das ist die Frage, aber es ist nicht immer alles richtig, was rauskommt. Ich höre immer die Politiker sozusagen, wir brauchen Bildung. Aber ich höre nie einen sagen, wir brauchen Intelligenz. Ich finde, wir brauchen beides. Aber die Intelligenz ist oft so störend. Auch in der Wirtschaft und so weiter. Also wir haben dann so viele Doktoren und dann gibt es so viel Zerstörung. Also wir sollen uns so wie in die Richtung, die wir gehen, das ist wahrscheinlich eine Katastrophe. Also ich glaube, wir sprengen jetzt ein bisschen unsere Thematik heute, wenn wir jetzt die Bildung auch noch mit hereinbringen, aber ich möchte es nicht so im Raum stehen lassen. Das, was sicher hier von manchen auch Politikern fehlinterpretiert wird, ist, dass sie einfach Wissenserwerb mit Bildung gleichsetzen. Und da wissen wir, das ist nicht das Gleiche. Und eben ganz wesentliche Teile, die Bildung ausmachen, unter anderem auch die Herzensbildung, die fällt dann ganz weg und damit ist dann auch das System, das ein sogenanntes Bildungswesen abbildet, nicht mehr ganz so funktionabel, weil da geht es vorzugsweise um Wissenserwerb. Und da kann ich Ihnen schon sagen, da ist uns die Maschine weit überlegen. Weit überlegen, was mich aber nicht wirklich beunruhigt, denn wir haben ja jetzt gerade in der Karl-Schweig-Hofer-Gasse große Maschinen, ja, die können einfach wesentlich mehr heben als ich. Und zwar unglaublich viel mehr.
deshalb fühle ich mich aber von Ihnen nicht bedroht, solange einer noch dort sitzt und ihm sagt, was die aufheben sollen. Wenn Sie dann versuchen, mich aufzuheben, dann schaut die ganze Sache anders aus. Aber bitte, jetzt kommen Sie und zuletzt dann noch Dr. Petschner, bitte. Ich empfinde Literatur als eine zuhöchst emotionale Begegnung. Und wir versuchen verzweifelt, das so zu rationalisieren im Assembling oder in der Übersetzung, dass da eigentlich nichts überbleibt von dem, was es uns an Emotionen, Empfindungen transportiert oder auch überbringt. Ich bin sehr froh, dass Sie diesen Gedanken mit reinbringen und möchte da einen Autor auch mitnennen, der mir sehr am Herzen liegt, nämlich Peter Bieri, für manche besser unter Pascal Mercier bekannt. Ein Philosoph, ein Schweizer Philosoph, Peter Bieri, das ist auch sein angestammter Name, Pascal Mercier ist sein Künstlername, Nachzug Lissabon, gut und wohl bekannt und auch andere wunderbare Romane. Und er schreibt, wir haben einmal die Möglichkeit gehabt, im Rahmen eines großen Psychiatriekongresses auch mit ihm direkt in Kontakt zu treten, hat einen Vortrag gehalten, wir konnten auch mit ihm sprechen, und er schreibt Romane, um das, was er in philosophischen Schriften nicht ausdrücken kann, auszudrücken. Und da ist er genau in diesem Bereich. Es gibt einfach sehr vieles, was wir quasi mit einem analytischen Denken oder einer analytischen Herangehensweise einfach nicht erfassen können. Und das ist nun mal der Gefühlsbereich. Und das ist es auch, warum wir in der Sozialästhetik uns immer am Schnittpunkt zwischen dem Analytischen und dem Literarischen bewegen müssen. Weil es einfach viele Lebensbereiche gibt, übrigens unter uns gesprochen, die schönsten sind, die wir einfach nicht mathematisch, naturwissenschaftlich, aber auch nicht gut geisteswissenschaftlich wirklich erfassen können, wenn wir geisteswissenschaftlich auf das Analytische reduzieren wollten. Aber ich bin dazu vorgekommen, Entschuldige. Nein, ich finde das gut, ich kann das nur unterstreichen, und vor allem ist es ein Aspekt, der in meinen Beispielen und auch sonst meinen Ausführungen eine große Rolle spielt oder. Und ich habe das nochmal aufgerufen, die Folie, ich habe auch versucht, über diese vier Bereiche zu sagen, wo über Kategorien des Literarischen nachgedacht wird. Und da ist insbesondere über das Moment des Affektiven, ja, der Erfahrung, da ist das Emotionale ganz, ganz stark. Und es geht nicht nur um eine inhaltliche Verhandlung, ich denke, das ist bei den Beispielen sehr gut rausgekommen, wo die Künste, und auch das meinte ich mit der Literatur als künstlerischer Forschung zum Beispiel, da was zu recherchieren, was rauszufinden, das ist nichts Kühles, ganz und gar nicht, aber es kann trotzdem sozusagen ein Angebot sein, da hinzuschauen, wo vielleicht andere Bereiche sozusagen nur ergänzend hinschauen können. Ja. Also da würde ich ganz, ganz stark auch dafür sprechen, dass das ein Aspekt ist, der alles andere ausgeklammert ist, wenn wir so drüber sprechen. Insbesondere, wenn wir sagen, okay, warum landen wir denn bei all dem, was das Menschliche ist, wenn wir über dieses Verhältnis, die Künste und die künstliche Intelligenz nachdenken. Also das finde ich schon ich bin froh, dass Sie das nochmal ansprechen, aber ich möchte auch ganz deutlich sagen, das kommt da ganz, ganz klar vor. Ja. Bitte, eine letzte Bemerkung, wir sind in der Zeit, ja. Hatte ich schon fortgeschritten. Ich nehme Künstler und Literaten so wahr, dass sie versuchen, eine Frage zu beantworten und nicht einfach nur einen Text zu schreiben. Und die Texte, die vom Computer generiert werden, versuchen, glaube ich, keine, oder zumindest so, wie es ich bisher wahrnehme, versuchen nicht eine konkrete Frage zu beantworten und sich dann abzuarbeiten, sondern generieren einfach einen Text und wir hoffen darauf, dass der auch noch Sinn macht. Darf ich zuerst? Ich habe nämlich für den Herrn, für Sie habe ich noch ein Zitat von Terry Pratchett, das ist ein englischer Autor, der behauptet, it's imagination, not intelligence, which made us human. Also es ist die Vorstellungskraft und nicht die bloße Intelligenz, die uns zum Menschen macht. Ich finde das Pratchett-Zitat super. Danke, dass jemand Terry Pratchett kennt und erwähnt. Ich denke auch, Imagination ist ein, und das wird auch immer wieder, interessanterweise auch klarerweise von der politischen Philosophie, denken an jemanden wie Castoriadis oder so, die sagen, wir brauchen die Imagination händeringend in der Gesellschaft für die Art, wie wir mit Wirklichkeit tun. Ja. Und ja, vielleicht beantworten wir Fragen als, und ich sage es einmal auch als Schriftsteller auch, ich möchte vor allem Fragen stellen auch. Ich denke, das ist nochmal was ganz anderes, dass wir
auch uns nicht mit den Antworten zufrieden geben. Manchmal ist auch eine Frage das viel wertvollere, wenn man das so sagen kann, das schönere, das bereicherndere Ergebnis. Ja, wir müssen nicht immer bei Antworten rauskommen. Manchmal kommen wir bei neuen Fragen raus. Das finde ich großartig. Ich denke, egal von welcher Richtung wir kommen, wir enden immer dort, dass letztlich die Vorstellung und auch die Fantasie eigentlich das Entscheidende und Zentrale ist. Und da zitiere ich ganz gern Albert Einstein, Hardcore-Physiker und auch auf dem Gebiet hoch erfolgreich, der auch gesagt hat, wir brauchen nicht Wissen, sondern Fantasie. Und wenn das die Quintessenz eines Physikers ist, dann denke ich, dürfen wir alle anderen auch darüber nachdenken, ob es nicht vielleicht wirklich das Wesentliche ist. Ich sage das sehr, sehr bewusst, weil gerade auch in der Medizin, in der heutigen Medizin, Fantasie nicht gut wegkommt. Oft einfach mit einer bloßen Träumerei gleichgesetzt wird, also jemand, der so quasi den Boden zur Wirklichkeit, zum Richtigen verliert. Und ganz im Gegenteil, wir brauchen genau dieses Bodenverlieren, damit wir auch neue Territorien überhaupt begehen können, denn sonst bleiben wir immer dort haften und stehen, wo wir immer geblieben sind. Heute sind wir nicht haften und stehen geblieben, dort, wo wir immer schon gestanden sind, und da haben wir dir sehr zu danken, dass du uns über einen sehr weiten Weg geführt hast in der künstlichen Intelligenz und dem Wechselspiel, dem Zusammenspiel und diesem großen Und der Literatur. Vielen lieben Dank. Wenn du noch ein Schlusswort sagen möchtest, dann wäre jetzt der richtige Zeitpunkt dazu. Wenn du das nicht sagen möchtest, dann bleibt mir nur mehr Ihnen allen sehr zu danken. Das war ein ganz spannender Abend für mich. Ich hoffe, für Sie alle auch. Er ist dir vorzugsweise zu verdanken, aber uns allen, die dann sich auch an dieser Diskussion, die eine sehr rege gewesen ist, beteiligt haben. Mir bleibt nur mehr, Sie einzuladen für den nächsten Salon Philosophique. Der nächste wird am 17.11. stattfinden. Da sind wir weit weg von, ganz weit weg von der künstlichen Lernbarkeit oder künstlichen Intelligenz, wie wir es sagen wollen. Da sprechen wir über Aggressionen. Aggressionen, die ja heute deutlich zunehmen, wo ursprünglichste Emotionen auch hier sichtbar sind. Ich möchte aber gerne es so weit fassen, dass wir uns nicht nur die Frage stellen, wie im Titel, werden wir immer böser, sondern wie können wir auch diese Aggressivität kultivieren. Kultivieren nicht im Sinne, dass wir einfach sagen, ja, wunderbar, seien wir halt aggressiv und der andere muss es aushalten, sondern was können wir mit dieser Kraft, die hier in uns ist, vielleicht Schöneres machen, als den anderen zu beeinträchtigen. Und wir werden dann am 15.12. wird dann Oliver Scheibenbogen, der ja auch wohl bekannt hier ist, dann über den Phono Sapiens sprechen. Da kommen wir wieder in die digitale Welt zurück, verlieren wir uns als Menschen in der digitalen Welt. Also dazwischen erlauben wir uns ein paar Aggressionen und dann kommen wir wieder in die digitale Welt zurück. In diesem Sinne, alles, alles Gute, alles Schöne. Wir haben jetzt noch die Möglichkeit, im persönlichen Gespräch diesen Abend ausklingen zu lassen. Vielen Dank auch an die Technik. Das hat alles wunderbar funktioniert. Und wir haben damit auch die Möglichkeit, für all jene, die es heute nicht geschafft haben, etwas bereitzustellen und hier Gedankenanregungen zu geben. Zuletzt nochmals vielen lieben Dank.